Ich sitze hier heute mit Matthias Niggerhoff, dem vermutlich bekanntesten Verkaufspsychologen Deutschlands. Und dieses Interview heute, das wird richtig spannend. Wir schauen uns viele interessante Sachen an. Und zwar Markttrends oder Marketingtrends, die jeder Unternehmer jetzt auf dem Schirm haben sollte. Wir wollen uns dann auch mal anschauen, so Akquisemethoden, die früher gut funktioniert haben, aber jetzt zunehmend so an Wirkung nachlassen. Und natürlich werde ich auch versuchen, das ein oder andere Goldnugget im Bereich Verkaufspsychologie aus dir rauszukitzeln für unsere Zuschauer. Ich denke, das wird ziemlich cool. Ja, Matthias, also wahrscheinlich kennen dich sowieso schon alle Zuschauer, aber vielleicht wirst du noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen über dich, was du gerne, so tust. Gerne. Ja, ich bin eigentlich Psychologe, lege aber seit über 10 Jahren keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Marketing-Funnel, Sales-Skripte, Videoskripte auch und optimiere die verkaufspsychologisch. Also schau, wie wirken die auf die Menschen und wie können wir die Zielgruppe noch besser abholen, dass mehr Vertrauen da ist, dass man auch nicht vergleichbar wirkt wie einer von zig anderen Anbietern und damit einfach besser, Conversion besser ist, mehr Umsatz da ist. Das mache ich jetzt seit über 10 Jahren, habe 13 Mitarbeiter in Aachen und privat in Köln. Ja, das mache ich sowohl für Agenturen, für Coaches, Berater, aber auch Konzerne, die wir als Kunden haben. Ja, ich hatte jetzt eigentlich schon einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet, aber jetzt hast du das direkt schon gesprengt, meine Agenda. Und zwar, weil du das Punkt der Vergleichbarkeit angesprochen hast. Wie kommt man raus aus der Vergleichbarkeit? Ja, also unsere berühmteste Ad, das ist übrigens schon direkt der erste Goldnugget oder erste Tipp, ist ja diese Ad, wo ich dann, ich habe mein Handy jetzt nicht hier, wo ich dann am Handy bin und dann wirklich sage, hier, wir sind noch mit anderen im Gespräch, Herr Meier, ne, wir vergleichen erstmal verschiedene Agenturen, die da Marketing machen, gibt ja viele und dann melden wir uns und so. Und das ist halt total die Schmerz-Ad, die total gut performt. Weil halt direkt im Anfangshook, also zum Start der Ad, sofort so ein Ultraschmerzsatz, den wahrscheinlich jeder kennt. Ich glaube, den haben jeder schon mal gehört. Ne, dieses Jahr, wir vergleichen erstmal, wir sprechen nochmal mit anderen und vergleichen. Und das ist total der Schmerz am Anfang. Das sind auch immer unsere besten Ads und auch von Kunden, wenn so ein Satz am Anfang kommt, der halt direkt den Leuten bekannt vorkommt und der jetzt nicht mit was Positivem verbunden ist. So, ne? Ja. Das schon mal als Empfehlung, das mal zu testen, in Videos zum Beispiel oder im Podcast. Ja, wie kommt man raus aus der Vergleichbarkeit? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Was ja viele machen, ist sich zum Beispiel auf so Branchen spezialisieren. Irgendwie Mitarbeitergewinnung für Handwerk, für Zahnärzte und so weiter. Ist aber auch schon ziemlich überlaufen. Wir nennen das immer so die drei Vektoren der Positionierung. Das andere ist halt die Methode, ne, dass man eine eigene Methode entwickelt und dann nicht irgendwie so ein typisches Ding wie die 3M-Methode, die 7P-Methode, was halt irgendwie auch viele machen, sondern wirklich eine eigene Methode entwickelt. Bei uns heißt das zum Beispiel Neural Profiling, so haben wir das bei uns genannt, mit Verkaufspsychologie, mit Motivansprache, das zu kombinieren. Und der dritte Vektor ist eigentlich der spannendste, ist halt die Motivpositionierung. Und das ist das, was wir jeden Tag machen seit Jahren. Das heißt, wir gucken, welche Motive passen überhaupt, also wie tickt überhaupt die Zielgruppe und welche Motive passen. Ein Motiv wäre zum Beispiel so ein Erfolgs- und Statusmotiv. Ne? Das heißt, das wäre dieser Klassiker irgendwie mit Rolex, mit schnellen Autos, dominanten Bildern, hier zack, wir bringen dich zum Erfolg. Das wäre so ein typisches Erfolgsmotiv. So. Darauf gehen sehr viele. Und da gibt es halt auch andere Motive. Man könnte auch auf Motive gehen Richtung Qualität und Sicherheit. Ne? Also mehr so bodenständig, Zahlen, Daten, Fakten in den Vordergrund stellen. Und das ist so eine Möglichkeit, dass man einmal guckt, Branche, kann sich aber auch breiter aufstellen, Methode, da was zu entwickeln und diese Motivpositionierung. Wenn ich sagen würde, was in den letzten 10 Jahren immer der größte Hebel war, bei zig Projekten war immer halt Motive zu gucken, wie tickt die Zielgruppe, warum kauft sie wirklich und sich dann halt auf bestimmte Kaufmotive zu spezialisieren. Das kann auch ein Motiv sein wie Freiheit. Jeder kennt, glaube ich, die Ad so hier, leg dich an den Strand, arbeite 1-2 Stunden die Woche und verdiene ganz viel Geld. Ne? Ja. Das wäre das typische Freiheitsmotiv, was getriggert wird. Und andere sagen zum Beispiel hier, weiß nicht, ich baue dir da ein Business auf mit Mitarbeitern, Büro und geilen Karren und so. Das wäre ein ganz anderes Motiv. Das wäre weniger Freiheit, ne? Sondern eher Erfolgs- und Wachstumsmotiv. Genau. Ja. Wie ist das denn, wenn ich mich jetzt auf so ein Motiv positioniere? Ist es dann so, dass ich mir nur noch einen kleinen Teil des Marktes hole? Ja, genau. Also man schreckt halt bewusst Leute ab, die halt sagen, boah, das ist gar nichts für mich, ne? Irgendwie jetzt hier am Strand oder so, oder weil es vielleicht auch zu weich ist, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Motiv werde wie Familie, Harmonie, so hier dein Herzensbusiness und schau mal, was du da machen kannst, sagen die einen Leute, boah, schön, das spricht mich jetzt wirklich tief im Herzen an. Und andere sagen halt, boah, was ist das für ein weichgespültes Zeugs, ne? Die gehen dann aber woanders hin und das ist halt total nötig. Und viele versuchen immer, alle abzuholen, psychologisch, ne? Ja. Würde ich irgendwie gucken, dass ich alle abhole und dann holt man keinen ab. Und Positionierung wird oft falsch verstanden, rein auf Branchen, Mitarbeitergewinnung für Steuerberater, Lead-Generierung für Immobilienmakler und so. Ja. Und das ist halt sehr eintönig gedacht. Wenn man dieses psychologisch noch mit reinbringt, hat es nochmal eine andere Power. Neben zig anderen Sachen, die noch möglich sind, um rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Ich hatte letztens in einem Vortrag
zum ersten Mal unser Modell vorgestellt, die sogenannte Signature Frame nennt sich das. Das heißt, man guckt halt, wo kann man sich noch unterscheiden? Einmal vom Stil, wie man Sachen schreibt, von der Bildsprache, aber auch bestimmte Objekte zum Beispiel. Wir nutzen bei uns im Studio, haben wir zum Beispiel so ein riesengroßes, leuchtendes Gehirn. So, und das bleibt den Leuten halt im Kopf, ne? Das ist so ein sogenannter Signature Frame. Das heißt, Leute sprechen es an, ah, ihr seid ja auch die mit dem Gehirn, so. Oder ihr mit der Psychologie. Das heißt, irgendwelche Objekte, die noch da sind, ne? Wie bei euch zum Beispiel auch mit Logical Lem und so weiter, sind ja auch logischerweise Lem. Das heißt, da sind auch Objekte drin, die, das bleibt halt im Kopf und es ist halt nicht mehr vergleichbar mit anderen, genau. Ja, richtig, interessant. Was würdest du denn bei uns sehen, sind so die Sachen, die Leuten im Kopf bleiben? Also die mit der Zitrone, ja? Oder ja, genau. Der Zitronenmann. Genau, dann natürlich, das ist auch ein weiterer Teil von diesem Signature Frame Modell, ist halt die Erfahrung und Kompetenz. Und das ist halt spannend, weil da wird es für viele relativ dünn, ne? Weil ihr habt es halt selber vorgelebt und habt diesen Kanal aufgebaut, ne? Den ich ja auch schon, ich sag 2017 oder so, ja, kenne, oder richtig, ne? Bestimmt 2016, also ewig kenne. Das heißt, ihr habt es halt vorgelebt, als so manch anderer, der halt diese Erfahrung dann nicht hat, ne? Also das sehe ich nochmal als eine Sache, wo ja auch viele YouTube-Coaches, Berater selber dann entweder gar keinen YouTube-Kanal haben oder halt nur einen ganz kleinen, ne, so als Referenzkanal. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Hebel, um rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Ne? Genau. Mhm. Und dann halt vom Framing her sehe ich so, dass viele im Markt halt sehr stark über dieses Erfolgsmotiv gehen und hier Vollgas. Und da seid ihr natürlich auch unterwegs, sehe bei euch aber auch sehr viel dieses Motiv in Bezug auf Qualität und Fundiertheit, ne, dass es vernünftig Hand und Fuß hat und so weiter, ne. Und diese Mischung halt aus einerseits Erfolg, es geht natürlich darum, Umsatz zu machen, es geht darum, die Kunden voranzubringen, gleichzeitig aber auch das auf eine fundierte Art und Weise zu stellen und nicht einfach nur so, zack, hau drauf, ne, genau. Ja, so sehe ich das, ne, und das ist halt schon nahezu gar nicht mehr vergleichbar, ne, so. Interessante Einschätzung. Ja, okay, also wir haben jetzt zum Beispiel auch hier ClickFunnels-Platten im Hintergrund so für dieses Umsatzmotiv. Aber ist es denn so, Matthias, dass man dann mehrere Motive gleichzeitig bespielen kann? Oder nimmt die Wirksamkeit ab, je mehr Motive ich wähle? Ja, genau. Je mehr Motive du ansprichst, desto weniger Wirksamkeit ist da. Mhm. Genau. Das heißt, macht Sinn, sich auf 2-3 Motive zu konzentrieren. Beispielsweise, wir haben mal eine Website optimiert von einer großen Fitnessstudio-Kette. Und dann war dann zum Beispiel, stand dann da oben, ne, war da jemand abgebildet wie so ein Bodybuilder und stand da irgendwie so, werde so stark wie Arnold Schwarzenegger und Pumpe hier. Daneben war dann aber auch noch auf der Startseite sowas drauf wie, ja, wir haben auch alles eingerichtet nach Feng Shui und wir haben auch eine Kinderbetreuung, ne? Wir sind so das grünste Fitnessstudio in Berlin und so stand dann dort. Und das war halt so ein typischer Motivbruch, ne? Weil du halt einerseits die einen abholst, die da Gas geben wollen, andererseits die anderen. Und dann war auch die Argumentation, ja, ist ja für jeden relevant, so ein Fitnessstudio. Die meisten Fitnessstudios sind überhaupt nicht gut positioniert. Ist jetzt auch gar nicht unsere Zielgruppe, ne? Wir haben Kunden, die bedienen die Zielgruppe Fitnessstudios. Aber das ist so ein typisches Beispiel, weil dann holst du alle nur so ein bisschen ab, ne? Und es macht Sinn, sich da ganz klar zu positionieren. Auch auf Bezug auf die Motive, weil dann ziehe ich halt auch richtige Leute an. Weil das ist ja immer die Grundfrage, was für Menschen hast du halt Bock im Coaching, im Agenturbusiness generell. Du kannst auch dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Es gibt Leute, da kannst du noch so die krassen Tipps rausholen. Hat letztens auch auf einer Party jemand kennengelernt, der meinte, oh, ja, wie soll ich mich da positionieren? Ich habe gesagt, ich kann dir jetzt natürlich die besten Tipps geben und so, aber ich glaube, du wirst eh nichts draus machen. Ne? So. Mhm. Also bezahl lieber dafür, dann kannst du da durchstarten. Genau. Ja. Also die richtigen Leute anzuziehen, wo man halt weiß, das passt halt optimal, das macht auch Spaß, mit zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, okay, ich fand das Beispiel super, weil es so intuitiv ist. Also auf der einen Seite Arnold Schwarzenegger und dann Feng Shui. Genau. Und dieses alles grün eingerichtet und auch Kinderbetreuung ist ja genauso wie, man könnte auch Verkaufspsychologie, wir haben auch viele, die wenden das zum Beispiel, haben wir auch ein komplettes Training zu im Recruiting ein. Ne? Welche Mitarbeiter willst du anziehen? Da hast du manchmal auch dann Stellenbeschreibungen, wo dann drin steht, ja, hier gute Aufstiegsmöglichkeiten, wir geben hier gemeinsam Gas. Dann steht dann aber plötzlich irgendwie, ja, wir haben auch irgendwie eine Kinderbetreuungsecke und einmal im Jahr fahren wir eine Woche halt weg mit der ganzen Firma, mit dem Team und in eine schöne Hütte und genießen da die Zeit zusammen. Und das ist halt totaler Bruch in den Motiven. Ja. Wenn man allein das halt klar hat, zu sagen, ich brauche einen Vertriebler, für Vertriebler ist das und das relevant, alles andere lasse ich weg. Da schreibe ich nicht rein, dass wir das grünste Büro überhaupt haben oder sonst was. Das ist ja gar nicht relevant für dich. Ne? Der will Gas geben, der will sich entfalten und hat dann Bock, was zu machen. Und da schreibe ich jetzt nicht rein, wir haben noch eine Kinderbetreuung und wir haben noch eine Office-Katze oder so. Ne? Das ist halt, ne? Das schreckt den ab. Und das sind ja, ich glaube, das kennt jeder. Man liest dann irgendwie einen einzigen Satz oder auch manchmal im Podcast. Ich höre dann einen Satz, nee,
raus. Ne? Also kein, kein Bock. Ja. Okay, spannend. Also ich finde es interessant, was bei mir so auf der Meta-Ebene so durchgeklungen ist, was du sagst. Auf der einen Seite brauche ich unbedingt genau diese Sachen, die du angesprochen hast, also beispielsweise mit den Motiven, um aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man das extrem schnell falsch machen. Ja, genau. Ja. Auch in Videos, ne? Also ich sehe auch oft bei YouTube, dass dann Leute, Thema YouTube ist euer Spezialgebiet, da auch sowohl in Ads als auch auf dem Kanal halt verschiedene Motive halt durchspielen. Ne? Dann hat man dann einmal irgendwie, ne, die liebe Lisa, die dann sagt, hier, schau mal, und dein Herzensbusiness und so. Und dann plötzlich in einem anderen Video geht die halt dann sehr dominant vor, ne? Und so weiter, ne? Oder sehr, sehr locker und wird dann zur kreativen Clara oder so. Und das ist halt, ne, zur Macher-Martina. Und das sind halt dann so typische Motivbrüche. Ja. Und da muss man halt sehr stringent sein. Ne? Also wir betreuen auch seit Jahren Marketing, eine sehr große Personal Brand, wo wir auch immer wieder sagen, okay, das Reel, die Story war jetzt nicht so optimal. Die war jetzt zu weich. Ne? Dann werden irgendwelche Hühner gezeigt, zur Hühnerzucht und so. Ich so, nee, das passt jetzt nicht zu den Sachen, die sonst so kommuniziert werden. Ne? Dann hat man halt so einen Bruch, genau. Ja. Wie ist es denn, wenn man jetzt nicht nur eine Einzelperson ist im Vordergrund, sondern wie bei uns zum Beispiel? Also wir haben noch meinen Geschäftspartner, den Chris Schuppner. Wir sind ja unterschiedliche Typen. Und also ich glaube, Leute assoziieren auch ganz unterschiedliche Dinge mit uns. Passt es dann trotzdem zu einer Brand, dass man zwei Gesichter hat, die komplett unterschiedliche Motive bespielen? Ja, man kann gerade das halt gut nutzen, dass man halt den einen eher so positioniert, so in Richtung mehr so Erfolgsmotiv, hau drauf, ne, Gas geben und so weiter, ne, Statussymbole, und die andere Person dann eher nochmal was analytischer, ne, quasi so der Denker bei den beiden, ne, der dann wirklich die Sachen dann durchdenkt und schaut, was kann man wie machen, das fundierter rangeht oder über das Fachliche geht. Ne. Das ist bei uns ja auch so, ne, ich habe auch einen Geschäftspartner mit dem Dr. René Delpy, der auch nochmal deutlich mehr über dieses Erfolgs geht und zack, zack, leitet ja auch bei uns den Vertrieb und so weiter. Ne, so. Und ich eher fachliche Sachen mache. Das heißt, auch bei LinkedIn, er postet eher so strategische Sachen oder zum Thema Sales, eher was, ich will nicht sagen aggressiver, aber schon so zack, zack. Und ich dann eher so fachliche Tipps aus der Verkaufspsychologie oder so. Ne? Und so wird das auch unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Genau. Ja. Also es macht Sinn, ne? Wenn es jetzt so kompletter Bruch ist, ist es auch nicht so gut, wenn du einen hast, der wirklich so ziemlich so der Harmoniehannes ist, so sehr lieb und alles, und eine andere Person wirklich so haut drauf. Dann kann es halt auch zu starker Bruch sein, ne, in der Kommunikation. Ja, ja, also weil du diesen Namen immer so ansprichst, die kreative Clara zum Beispiel oder den Harmonie-Hannes. Das ist interessant, habt ihr das bei euch intern? Sind das so Begriffe, die ihr verwendet? Ja, ich nutze das in meinen Vorträgen und so. Also immer diese Begriffe, ne, Harmonie-Hannes und so weiter. Das bleibt halt eher im Kopf, ne, oder der Schnäppchen-Simon oder der drüber schlafen Dirk. Das bleibt halt eher im Kopf. Ne. Früher dachte ich immer, das ist irgendwie zu locker, diese Bezeichnung. Aber wir haben halt gemerkt, auch Thema Marketing, viele Leute, bestimmt die Hälfte, die sich bei uns meldet, nutzt dann genau die Begriffe. Die sagen, bei mir melden sich zu viele drüber schlafen, Dirk, ich brauche mehr Leute. Thema passende Kunden anziehen, das ist ja auch einer unserer Spezialgebiete, die dann sagen, ich brauche mehr Leute, die Macher-Martins sind. Also zack, zack, buchen wollen und Gas geben wollen, und weniger so Leute, die dann drüber schlafen wollen oder irgendwie noch anfangen rumzuhandeln, ob sie irgendwo nochmal ein paar hundert Euro rausholen können und so. Und dann melden die sich. Ja. Genau. Ja, das ist cool. Also ich habe da auch immer dann direkt so Bilder im Kopf, wenn du das so sagst. Also es ist lustig. Na gut, dann kommen wir eigentlich mal zu den Fragen, die ich eigentlich direkt so für dich hatte. War ein recht weites Nebengleis. Genau, was mich interessieren würde, Matthias, welche Marketing-Trends würdest du sagen, werden in den nächsten Jahren komplett offensichtlich, dass alle Leute dann sagen, so, ja, klar hätte man damit jetzt starten sollen. Wie damals Facebook-Ads. Jetzt sagen alle, ja, klar hätte man die damals machen müssen, dann hätte man skaliert. Ja, genau, ja. Also natürlich eine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch als Trend sagen kann, ist natürlich das ganze Thema YouTube Shorts und Reels. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nur in unserer Bubble dieser Trend, ne? Was jetzt vielen bekannt ist, und alle sagen, jetzt muss es machen und machen eine Reel-Agentur und. Ist jetzt im Moment sehr stark, dieser Trend. Aber bei den meisten auf dem Markt ist es halt noch gar nicht angekommen. Ne? Also da kann man sich natürlich jetzt richtig gut Marktanteile sichern. Gerade auch bei YouTube natürlich bestimmte Keywords auch nochmal dominieren. Du bist da eher im Thema als ich mit den ganzen Sachen bei YouTube. Aber ne, ich glaube, man kann sich gerade auch bei YouTube da jetzt gerade sehr, sehr gut aufstellen. Ne? So ein bisschen wie YouTube 2014, 2015 war teilweise, wo ich auch angefangen habe mit YouTube. Ne? Da konnte man halt auch bestimmte Keywords noch komplett dominieren. Und so haben wir jetzt auch nochmal eine Chance, mit den YouTube Shorts da Gas zu geben. Was auf jeden Fall auch ein Trend ist, ist halt das ganze Audio-Podcast-Werbung-Markt. Zum Beispiel Spotify-Ads nutzen wir seit über einem Jahr intensiv. Das ist immer so einer meiner Geheimtipps für unsere Kunden.
aber kann ich gerne auch hier verraten. Also Spotify-Ads sind sehr, sehr lukrativ für bestimmte Bereiche, zum Beispiel zu einer Mitarbeitergewinnung oder auch, ja, auch Kundengewinnung, ne? Oder auch um seinen eigenen Podcast zu pushen. Genau. Da kann man dann halt hingehen und so Audio, 70% der Spotify-User sind halt Free-User. Also nur 30% zahlen im Premium-Bereich, die haben halt keine Werbung. Aber 70% bekommen halt Werbung und das sind dann halt so kurze Audioclips, die die bekommen. Bald gibt es auch noch Short-Videos, die eingebunden werden in den Spotify-Stream, in der App, die dann auch alle bekommen. Okay. Da kannst du halt richtig gut die Leute auch targetieren. Du kannst dann zum Beispiel sagen, das sind Unternehmer oder die hören zum Beispiel den Podcast von einer großen Coaching- und Business-Consulting-Brand in Deutschland oder von einem berühmten Verkaufstrainer oder so. Du kannst halt sagen, die hören das und das. Und die sollen jetzt halt die und die App ausgespielt haben. Oder du kannst sagen, ich möchte die Leute ansprechen, die viel unterwegs sind, also viel im Auto fahren, die Playlist im Fitnessstudio hören und so weiter. Ja. Und da kann man halt gut das da reinschalten. Einmal Thema Mitarbeitergewinnung. Wir haben da auch schon Mitarbeiter drüber gewonnen. Wir haben halt Leute targetiert, die oft im Fitnessstudio sind, also typische Fitnessstudio-Tracklisten hören. Mhm. Und dann halt natürlich meistens auch gute Vertriebler. Oder gute Vertriebler sind oft auch im Fitnessstudio unterwegs. Haben halt da ein oder zwei jetzt Vertriebler gewonnen drüber. Ne? So. Das ist ja total interessant. Habe ich noch nie gehört, Matthias. Ja, lohnt sich. Ne? Also selbst wenn ihr jetzt hier im Bereich der YouTube unterwegs seid, ne? Aber das lohnt sich total. Da kann man schon mit ein paar hundert Euro was bewirken. Man kann Leute targetieren. Es geht natürlich am besten in Großstädten. Also wenn man jetzt irgendwo auf dem Land ist und da im Dorf Mitarbeiter sucht, das sind einfach zu wenig Leute, ne? Dass die Ads funktionieren würde. Wenn man jetzt so Frankfurt nimmt, Berlin oder so, München, Köln, kann man halt gut da Mitarbeiter drüber gewinnen. So zum Beispiel, dass man sagt, hey, schon wieder keinen Bock auf deinen Job und so, kämpfst du am Wochenende, Wochenende, hey, melde dich mal, geh mal auf die Seite hier und lass mal was Cooles machen. Genauso wie für andere Sachen. Wir haben dann Kunden, die machen zum Beispiel Mitarbeitergewinnung auch für Handwerk und so weiter und die dann zum Beispiel auch Leute targetieren darüber, die zum Beispiel Podcasts hören zum Thema Handwerk oder irgendwie Content zum Thema Handwerk mit Spotify hören und dann wird denen dann die Ad ausgespielt, hey, hast du Mitarbeiter und so, melde dich. Und das ist halt im Moment so ein totales First-Mover-Ding. Ich glaube, das wird Jahre noch dauern, bis es richtig ankommt, so, weil das, wie gesagt, kaum jemand nutzt aktuell und die ja das auch noch nicht so ausgebaut haben. Ich habe das direkt auf meine mentale To-Do-Liste geschrieben. Auf jeden Fall. Versuchen über Spotify-Ads. Auf jeden Fall testen und so, ne? Genau. Ja, okay, spannend. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn das auch nur halb so gut funktioniert, wie das geht beschreibst. Geht ja total aufs Ohr, ne? Das Problem ist, der Haken ist wirklich, es geht halt eher gut in großen Städten, wenn es jetzt zum Thema Mitarbeitergewinnung geht. Und es ist natürlich so, dass es nicht unbedingt messbar ist. Wir haben manchmal Leute, die sich melden und sagen, ich habe ja bei Spotify die Ads gehört und so weiter. Ich mache Marketing, Verkaufspsychologie, spannend für mich. Aber du kannst es halt nicht genau tracken. Jemand kommt über Spotify, geht auf eine Webseite. Ne? Also es gibt keinen Conversion-Pixel oder sonst was. So. Ne? Ja, okay, verstehe. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch recht günstig. Also wenn du da ein paar hundert Euro angesprochen hast. Also 500 Euro im Monat kann man schon was bewirken. Also wir pushen halt meinen Podcast sehr stark halt damit. Ne? Seit über einem Jahr, ne, investieren wir da richtig viel rein, um die Leute halt dann auf den Podcast zu bringen. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt dort YouTube-Channel beworben würde, würde das sicherlich nicht funktionieren. Das ist zu sehr Medienbruch. Ja, schwierig. Aber dass man auf eine Seite gehen soll, dass sich was anschauen und so weiter, macht schon Sinn. Ja. Außer natürlich, wenn man auf dem YouTube-Kanal, also so wie hier im Prinzip so eine Podcast-Folge hat und dann sagt, hey, wenn dich das Bild dazu interessiert. Ja, genau, wenn du mal aussehen willst, wie wir aussehen und so weiter, ne? Dann komm mal rüber. Ja. Dafür macht Sinn. Ja. Okay, also Spotify-Ads, interessanter Trend. Aber da heißt es dann auch, dass das unterliegende Medium, also das Podcast, mehr so ein Trendthema werden? Wie schätzt du das ein? Ja, es ist immer noch relativ am Anfang. Ne? Klar, damals war es noch extremer, als ich 2015 angefangen habe mit meinem Podcast, gab es halt kaum Podcasts, nur so öffentlich-rechtliche. Im Moment hat irgendwie gibt es mehr Podcasts als Menschen, ne? Also jeder Depp quasi sagt, der hat mal einen Podcast, ist halt auch ruckzuck gestartet, ne? Ist halt sehr einfach. Bei YouTube ist die Hürde größer, ne? Dafür ist natürlich so beim Podcast, ja, ist halt mehr so ein Push-Medium. Man kann da zwar auch nach Themen suchen, aber das ist halt nicht vergleichbar mit YouTube, ne? Was ja einfach, ja, nach Google ja die größte Suchmaschine der Welt ist, ne? Richtig. Und das ist nochmal gar nicht vergleichbar so damit, aber es baut halt auch Vertrauen auf, ne? Also es lohnt sich auch, je nach Thema da Podcasts aufzubauen, ne? Also es ist für mich so ein Must-Have neben YouTube natürlich auch und ja, YouTube Shorts draufzusetzen. Ja, ja, spannend. Must-Have YouTube, da muss ich direkt einhaken. Warum ist YouTube ein Must-Have? YouTube, genau. Ja, einmal, weil natürlich Leute suchen nach bestimmten Themen und es ist psychologisch halt so, dass wir am stärksten Vertrauen aufbauen, logischerweise zu einer Person. Nicht nur, wenn wir die Stimme hören. Stimme ist ein Faktor, ist auch gut. Ja, ne? Bei dem Podcast kommt man auch super in den Kopf. Aber wenn ich dann noch die Person sehe, wie die mir das erklärt, ich lerne die halt kennen,
Ist ja dieses typische Phänomen, was wahrscheinlich viele kennen, wenn man von jemandem ganz viele YouTube-Videos geguckt hat. Irgendwann glaubt man, die Person irgendwie total zu kennen. Ich hatte das früher ganz oft, wo ich noch sehr breit mit Psychologie unterwegs war, immer wieder auf der Straße angesprochen wurde. Leute kamen dann und mich irgendwie umarmt. Ah, Matthias, ich höre immer alles, guck mir alles an. Das ist teilweise auch unangenehm, ne? Die glauben einen dann total gut zu kennen, ne? Weil die halt alles dann geguckt haben. Und es ist halt sehr leicht, dann dort Vertrauen aufzubauen. Und ich finde, man muss, kannst gerne widersprechen, noch nicht mal so eine riesen Reichweite dort haben. Ja. Manchmal reicht es ja auch schon, sag mal, jemand macht Kaltakquise und dann legt er einen Termin und dann sagt er, hey, zur Vorbereitung, Herr Meier, ich schicke Ihnen nochmal den Link zum YouTube-Kanal oder ich schicke Ihnen mal ein Video vom YouTube-Kanal zu, wo ich nochmal so 10 Minuten ein paar Sachen erläutere. Ja. Das baut dann sofort Vertrauen aus. Das heißt, die Quote der Sales-Termine wird dann steigern. Die Leute sind halt viel wärmer dadurch. Ne? Es ist halt, 24/7 Verkäufer im Internet. Ja. Deswegen macht es Sinn, da gut und professionell sie aufzustellen. Ja. Ja, ich glaube, das mit dem Thema Vertrauen, das geht wirklich extrem schnell. Mhm. Also, wenn man eine Parallele zieht, Leute sind ja auch auf Events und gehen da auf Akquise. Und auf einem Event, wenn man sich so 10, 15 Minuten mit einer Person unterhält, dann kann man ja schon recht gut einschätzen, so wie ist der Typ eigentlich drauf. Also diese kurze Zeitspanne reicht uns ja eigentlich, damit wir uns ein Bild von einer anderen Person machen können. Weil also man sieht ja, wie jemand interagiert, man sieht die Mimik, man sieht die Gestik. Und wenn man jetzt die Parallele zu YouTube zieht, also natürlich sitzt du da nicht mit der Person in einem Raum. Und darum braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Videomaterial. Also dauert halt einfach ein bisschen länger. Ja. Aber dann lass es vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde sein, die dir jemand zuhören muss, bevor halt dann so wirklich so eine Art Sympathie oder Vertrautheit sich da entsprechend aufbaut. Da spielen verschiedene Faktoren rein. Einmal natürlich, dass ich die Person einfach erlebe, ne? Und dann wirkt sowas biologisch, sowas wie Spiegelneuronen. Das heißt, alles, was wir bei der anderen Person ja nochmal sehen im Gesicht und dann Emotionen rüberkommt, wird ja bei uns nochmal in der Amygdala im Emotionszentrum wiederholt, also nochmal simuliert. Das heißt, wenn da jemand positiv und begeistert über seine Dienstleistung spricht, der sagt, hey, ich bringe einen Mitarbeiter und so weiter und so funktioniert das, dann spüre ich das halt mit. Die Bindung ist mehr da und natürlich auch Reziprozität. Das heißt, ich lerne ja von der Person bei YouTube was im Video. Ich nehme ein paar Impulse mit und ein paar Aha-Erlebnisse, dass ich merke, Mensch, es macht Sinn, auf Social Media Mitarbeiter zu gewinnen und nicht nur mit meinen Flyern, wo ich vielleicht durch Frankfurt mitlaufe, habe ich so Aha-Erlebnisse. Und dann will ich natürlich auch was zurückgeben und bin natürlich wohlgesonnener, wenn es dann zu einem Gespräch kommt und positiver gestimmter, als wenn irgendwer mich da kalt anruft. Ne? Ja. Ja, interessant. Jetzt du sagst immer so viele spannende Sachen, Matthias. Und zwar vor kurzem habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, da ging es um das Thema Vertrieb und wie wichtig Tonalität ist bei Skripten. Ja. Weil er hat gemeint, nee, komm, es kommt ja nur auf die Information drauf an. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir dann selber in unserem Kopf diese Begeisterung quasi nochmal so miterleben. Ja. Aber vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ja, das macht total viel aus. Ne? Also jeder Reiz, und wir verarbeiten ein paar hunderttausende Reize pro Sekunde, ne? Unser Gehirn, also das meiste kriegen wir bewusst nicht mit, sonst würden wir durchdrehen, läuft halt alles über die Amygdala, über das Emotionszentrum. Und die entscheidet ja dann, was kommt im Neokortex, also im Bewusstsein überhaupt an. Ne? So, ja, es gibt sogar YouTube-Videos von mir, die im Biologieunterricht gezeigt werden. Genau sowas. Und das, wie so ein Türsteher. So. Das heißt, wenn ich dann halt Tonalität reinbringen. Selbst wenn ich es mir total rational, gibt ja einfach Leute, die sind sehr, sehr rational, aber selbst da macht es Sinn, bestimmte Sachen nochmal besonders zu betonen. Klar, wenn ich dann dort irgendwie den Clown mache und so, das so begeistert rüberbringe, das könnte dann zu emotional auch manchmal sein. Aber wenn ich bestimmte Sachen nochmal anders betone, bleibt es halt eher hängen im Kopf. Ne? Es bleibt eher hängen im Kopf. Es ist wie wenn ich in einem Verkaufstext auf einer Webseite nochmal bestimmte Sachen fett drucke. Das ist das sogenannte Signalisierungsprinzip. Wenn Sachen nochmal fett gedruckt werden, jetzt nicht zu viel, aber wichtige Sachen, ein zweiter Leseweg, bleibt auch eher hängen. Das ist ein Prinzip aus der Lernpsychologie. Mhm. Das kann ich im Prinzip dann im Sales-Skript übertragen, dass ich bestimmte Punkte nochmal betone und und andere Punkte vielleicht weniger stark betone, um auch einen Schwerpunkt zu setzen. Ne? Dass ich betone, also man setzt jetzt einen Anker und sagt halt, ja, wir haben auch schon in den letzten Jahren Hunderttausende von Euro investiert, ne, in Weiterbildung und in Coaching. Ne, und dein Invest liegt bei 10.000 Euro. So, ne? Das ich arbeite dann mit Anker und so weiter. Und Tonalität ist da sehr wichtig. Ne? Also muss die Leute emotional abholen. Ne? Ja. Ja, interessant. Okay, wir waren ja gerade eben bei YouTube. Also warum du sagst, dass YouTube eigentlich richtig gut ist. Ist dann so der Hauptpunkt, warum du sagen würdest, warum man es einsetzen sollte, so diese Vertrauenskomponente? Genau, Vertrauenskomponente am Einwandbehandlung, ne? Also dass man Einwand vorwegnahme, bin ich immer sehr großer Fan davon. Also psychologisch nennt man das dann so Preframing, dass ich so eine Art Preframe setze.
und halt schon bestimmte Sachen anbahne, ne? So, dass man überhaupt quasi das Feld bestellt. Oder ich nehme mal gern das Beispiel von Herrn Kellogg's, der Cornflakes verkaufen wollte, die heute ja jeder kennt, es aber nicht funktioniert hatte, weil halt niemand groß morgens gefrühstückt hatte in den USA und auch nicht in Europa. Und das war dann relativ schwer. Und dann hat er diesen Frame gesetzt: Die wichtigste Mahlzeit am Tag ist das Frühstück. Ne? Dieser Satz kommt ja von ihm, hat er dann über Medien, PR, damals gab es noch kein Internet, in den Markt gepackt. Und dann war es halt für ihn einfacher, dann zu sagen, ich habe übrigens ein ganz tolles Frühstück mit Cerealien und so weiter, um das halt zu vermarkten. So, ne? Das war seine Strategie. Und so muss man halt auch gucken, was sind so Einwände der Zielgruppe, ne? Was sie nicht checken, auf welcher Bewusstseinsstufe sind die, erkennen die überhaupt, dass sie ein Problem haben und so, und das dann halt in den Kopf zu setzen dann. Ja. Ja, auch mega interessant, was du da erzählst von dem Herrn Kellogg's. Ich habe das nämlich auch mal gelesen, weil ich fand das total irre, dass also es scheint ja keine biologische Notwendigkeit oder Begründung dafür zu geben, dass das Frühstück so wichtig ist, sondern es war eine reine Marketingkampagne. Ja, davon gibt's, davon kann ich tausende Beispiele erzählen. In einer Stunde kann ich nur Beispiele erzählen, wie sowas passiert ist. Es gibt ja so viele Beispiele, ne? Ob das halt auch nach dem Krieg war, alle hatten ja überwiegend, war bei allen Leuten im Kopf, das reicht halt, wenn du einfach so einen grauen Mantel hast oder graue Sachen. Ne? Mhm. Alles, was bunt ist, braucht man nicht. Ne? Sparsam, nichts groß in Klamotten investieren. Ne? Es muss alles funktional sein. Das war natürlich ein Riesenproblem für die Modeindustrie. Ne? Dann haben die ja auch gesagt, irgendwie der Mann, der was auf sich hält, und die Frau muss bunt tragen, ne? Und muss immer wieder neue Sachen auch haben. Ne? Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir, genau wie halt auch Verlobungsring oder so, gab es ja auch lange nicht. Dann hat ja auch die Diamantenindustrie gesagt, okay, können wir mehr Geld machen? Dann haben die ja gesagt, hey, vor der Ehe, vor dem Ehering musst du unbedingt einen Verlobungsring haben. Und dann wurde er in den Kopf gesetzt, muss mindestens ein Monatsgehalt kosten. Irgendwann sind wir bei 3. In den USA sind wir jetzt bei 3 Monatsgehälter ungefähr. Das können dann schon mal so, ne, 20.000, 30.000 Dollar sein. Hm. Ne? Also von daher, gut, dass wir hier leben. Ja, genau. Das wäre ohnehin eine meiner Fragen gewesen. Also, was halten viele im Markt für wahr, ist aber eigentlich nur, also basiert auf gutem Marketing. Ja. Also, hast du da noch aktuellere Beispiele? Also, das, was du erzählt hast, fand ich schon richtig interessant, aber so, sagen wir mal so in dieser Coaching-Bubble. In der Coaching-Bubble, genau. Ja, der Klassiker ist natürlich, das ist der Webplan-Effekt, dass man halt denkt, wenn man halt mehr Geld investiert, dass der wahrgenommene Wert steigert einfach, wenn ich halt mehr Geld investiere, wenn ich jetzt irgendwie für ein Produkt oder Dienstleistung mehr ausgebe, ist der wahrgenommene Wert, dass Leute dann eher sagen, das hat mehr Wert, das ist besser als andere Sachen. Was natürlich, klar, wir sagen das, ich sag das auch, ne, dass immer investieren und so. Wir verkaufen ja beide auch Produkte und Dienstleistungen, Coachings und so. Aber es ist bei den Leuten sehr stark im Kopf. Ne? Dabei ist es natürlich auch komplett irrational. Ne? Also es muss nicht unbedingt so sein, ne? Dass, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro bezahle, dass es dann besser ist als andere Sachen. Ne? So, genau. Das sind so typische Sachen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann natürlich halt, wo ich immer vorsichtig bin, ist halt, wenn Leute sich so komplett assimilieren lassen, das heißt, die übernehmen dann, wir nennen das immer so, heute ist ja auch Welt-Star-Wars-Tag, die Klonkrieger. Ne? Das heißt, die klonen dann halt irgendjemanden und machen das dann alles genauso nach, von den Sales-Skripten, von dem, wie das Unternehmen aufgebaut ist, das Marketing. Das sieht halt irgendwie alles gleich aus, ne? Ob das Postings sind, ob das Ads sind und so weiter. Dann ist man natürlich auch weniger vergleichbar. Vielen gibt das halt erstmal Sicherheit, aber dann hat man halt irgendwann so eine Wachstumshemmung. Also irgendwann kommt man halt nicht weiter, ist auf so einem Plateau. Ne? Kommt man nicht wirklich weiter, weil dieses gewisse Etwas fehlt, der eigene Stil hat da drin. Ne? Ja. Und da fällt mir gerade ein, so einer unserer Mitbewunderer, sage ich mal, es ist wild, was der mittlerweile alles kopiert. Also zum Beispiel unseren kompletten YouTube-Kanal, wenn wir ein Video machen, dann kommt es bei ihm ein paar Wochen drauf mit demselben Titel, die Thumbnails sind nach dem gleichen Muster gebaut. Dann, es ist in jeder Hinsicht. Ja, ich habe vor kurzem letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Da ging es um das Thema 50.000 Euro mit 500 Abonnenten. So, das war der Titel des Vortrags. Und jetzt vor kurzem hat uns ein Kunde eine Akquise-Mail von ihm weitergeleitet, wo er halt auch einfach genau dieses Wording nimmt, dass er dazu eine Case-Study hat. Und das Wildeste war die Origin-Story, also wie ich erkläre, warum ich eigentlich zu diesem Business gekommen bin, die hat er auch kopiert. Weil ich hatte auch noch dein Studium und so. Ja, das ist richtig wild. Aber was würdest du denn jemand sagen, der einfach so krass kopiert, also der im Prinzip 1:1 übernimmt, schadet er sich nicht damit eigentlich? Ja klar, die Leute denken halt,
wir Menschen streben ja immer nach Sicherheit, ne? Und das halt denken, okay, wenn ich es kopiere, dann kann ich es falsch machen und dann werde ich halt auch so erfolgreich. Ne? Es gibt den Leuten halt Sicherheit, aber wird halt langfristig nicht wirklich funktionieren. Ne? Man muss halt einen eigenen Stil reinbringen. Mhm. Wenn man wirklich sagen will, ich will jetzt irgendwie den Marktführer angreifen oder sonst was, dann muss man halt Sachen dann komplett anders machen. Ne? So andere Themen nochmal bedienen, dass Leute sofort, die es in den Kopf kommen auch, ne? Dass Leute sofort merken, okay, zack, das ist nochmal anders als bei den anderen. Ne? Es gibt den sogenannten Meetingraum-Effekt. Man sitzt im Meetingraum und überlegt, wen kann ich denn beauftragen oder wie können wir denn unseren YouTube-Kanal voranbringen? Und dann so, ah ja, da gibt's doch Logical M. Da muss man halt in den Kopf kommen. Oder wen können wir dann als Copywriter beauftragen? Oder wo können wir dann nächste Kaffeemaschine kaufen? Da muss sofort im Kopf kommen, ach, da habe ich doch bei LinkedIn was gesehen. Oder Mensch, da war doch der. Ne? So. Und diesen Effekt muss man haben. Und da muss man halt echt, wie gesagt, einfach anders aufgestellt sein als andere. Ne? Das ist dieser Signature-Frame, was ich angesprochen habe, dieses besondere Etwas, dass man merkt, okay, da hat man nochmal das dabei oder die haben nochmal einen Proof bezüglich der Erfahrung oder sonst was. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt so die Zuschauer hören, dann denken sie sich, boah, das ging richtig gut, was der Matthias sagt. Aber wie geht das? Was ist das Geheimnis? Wie komme ich direkt in den Kopf? Gibt es die diverse Methoden. Einmal natürlich, das ist klar, ich brauche halt ein paar Grundbotschaften, die ich wiederholt, konsistent, ne, Konsistenzprinzip, wiederholt in den Markt pushe, über Ads, über Content-Marketing, überall. Also wirklich komplette Indoktrinierung mit bestimmten Botschaften, am besten über Jahre, wenn ich die Botschaften über Jahre durchziehen kann. Ich nenne das immer so Evergreen-Botschaften. Sowas entwickeln wir auch mit unseren Kunden, dass wir überlegen, was können gute Botschaften sein, die im Kopf bleiben und die ihr dann halt konsequent kommuniziert. Bei uns sind auch so Sachen wie Umsetzen schafft Umsatz, auch aus der Vergleichbarkeit. Das sind so Botschaften, wo ich weiß, wenn ich die nenne, im Podcast, bei YouTube, dann kommen auf jeden Fall Anfragen und es kommen Kunden zustande. Mhm. Also es kommen Kunden buchen. Ne? Genau. Ja. Diese Evergreen-Botschaft, wir haben halt in der Psychologie den Mehr-Exposure-Effekt. Das heißt, durch so eine wiederholte Darbietung dieses Reizes und diese Botschaften brennt sich das ein und Sympathie wird aufgebaut und Vertrauen. Ja. Jeder kennt diese nervige Seitenbacher-Müsli-Werbung, ne? Dieses Müsli von Seitenbacher. Und klar, das nervt, aber es ist so, dass die meisten Menschen in Deutschland, gibt es viele Untersuchungen zu, dass denen bei Müsli sofort Seitenbacher einfällt. Mhm. Es gibt so eine Assoziationsmethode, nennt man das. Kennt jemand vielleicht von den, ich glaube, vorletzten James-Bond-Filmen, da kam das auch vor. Das heißt, man sagt Müsli und dann zack, soll man einen Markennamen nennen innerhalb von einer Sekunde und bei nahezu allen ist sofort Seitenbacher und einer der erfolgreichsten Müsli-Marken überhaupt in Deutschland. Also scheint das funktioniert zu haben, auch wenn die Werbung zu manchen nervt. Ne? Und bei mir ist auch so, dass ich mich manchmal nerv, wenn ich bestimmte Sachen sage, einfach weil ich sie sagen muss. Ne? Das heißt, ich nehme meinen Podcast auf oder YouTube und ich weiß halt, die und die Botschaften müssten da rein, weil sie Kunden bringen. Mhm. Ne? Und also Wiederholung der Botschaften, dann halt, wie gesagt, bestimmte Stilelemente mit reinbringen. Das kann eine bestimmte Begrüßung sein, das kann ein Beispiel sein, eine Story, die man immer wieder erzählt, die sich in den Kopf einbrennt und so weiter. Das können auch Symbole sein. Ne? Genau, ob das dann Gehirn ist, eine Zitrone, was auch immer. Ne? Genau, ja, dass sich das einbrennt. Interessant. Ja, okay. Und so hat dann zum Beispiel der Herr Kellogg's das auch gemacht. Oder so ähnlich vielleicht. Genau. Der Herr Kellogg's hat einmal diese Botschaft über PR und Medien halt indoktriniert. Frühstück ist wichtig, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Mhm. Und hat man natürlich seine Zutat mit reingebracht, weil es gab ja viele, die auch schon gefrühstückt haben. Mhm. Einige, aber die haben natürlich dann sehr viel dieses typische, also Bacon, Fleisch etc. gegessen, Ei, ne, was man ja heute ja auch noch viel, gerade in Amerika und auch in England, isst zum Frühstück. Und er hat halt gesagt, nee, beste Energie, die meiste Energie bringt Zucker. Ne? Also brauchst viel Zucker und Kohlenhydrate, weil das bringt die meiste Energie und die schnellste Energie. Stimmt ja auch in Teilen, zumindest erstmal bringt es Energie. Ja, ne? Genau. Ne? Und deswegen braucht ihr halt das und das wurde dann über Jahre in den Kopf gesetzt. Ne? Mhm. Und dann kommt es nicht mehr raus. Ne? So. Ja. Gibt es ja auch zig andere Sachen. Ne? Die Milch macht die Knochen. Also gerade im Ernährungsbereich ist das ganz, ganz katastrophal. Also, ne? Milch macht die Knochen stark oder du musst jeden Tag 4 bis 5 Liter Wasser oder 3 bis 4 Liter trinken, ne? Was dann von Vitell kam, diese Botschaft. Ne? So. Gibt's mega interessant. Ja, genau, da gibt's viele Sachen. Genau wie auch die Firma La Roche in der Schweiz, die hat sich ja gerettet. Die war in den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, war die kurz vor der Insolvenz. Mhm. Und dann haben die einen Vitamin-C-Mangel erfunden. Das heißt, die sind hingegangen und haben halt auch über irgendwie, weiß nicht, will jetzt nichts Falsches sagen, geschmierte Ärzte, auf jeden Fall wurde dann gesagt hier, die meisten Menschen haben Vitamin-C-Mangel. Also ganz klassisch AIDA-Formel, Attention und Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Ja, viele haben Vitamin-C-Mangel, ne? So auch verbreitet über Medien und so weiter. Und wir haben übrigens Mittel dagegen,
diese Vitamin C-Tabletten, diese Brausetabletten, die es jetzt an jeder Ecke gibt. So. Ja. Die haben das erfunden. Und muss halt echt über Jahre dich sehr, sehr schlecht ernähren, um Vitamin C-Mangel hinzubekommen. Also wirklich locker 3-4 Jahre, um dann wirklich so einen Mangel zu haben. Aber die haben halt gesagt, Mensch, die meisten haben so einen Mangel und die meisten fühlen sich ja immer wieder mal müde, mal kraftlos. Das ist dieser, im Endeffekt, das Warnung-Frame, ne? Dieses nutzen auch Wahrsager, ne? Dieses hier, sicherlich fühlst du dich manchmal auch müde, was abgeschlagen, nicht auch mal Kopfschmerzen. Vitamin C-Mangel. Ja. Und wir haben übrigens das passende Produkt für dich gegen diesen Vitamin C-Mangel. Genau. Und somit wurde das zu einem Multimilliardenunternehmen, ne, der erfolgreichsten oder größten Unternehmen der Welt. Und davon gibt es ganz viele Beispiele. Oft Schweizer Unternehmen, Nestlé hat auch zig Beispiele, wo die wollten zum Beispiel den Markt in Indien und dort Kaffee verkaufen, Nestlé. Was ist das Problem in Indien? Was meinst du mit Kaffee? Die trinken halt Tee, die trinken gar keinen Kaffee. Was haben sie gemacht? Sie haben Eis vor ein paar Jahrzehnten entwickelt, Eis für Kinder mit Kaffeegeschmack, um die Kinder dann halt schon an diesen Geschmack von Kaffee zu gewöhnen, um dann halt anzugreifen. Das sind alles so Sachen, die ethisch ein bisschen kritisch sind. Ja, ja. Genau, wir wollen natürlich die Verkaufsstrategie nutzen, um Top-Produkte zu verkaufen und nicht sowas zu machen. Aber ich finde das immer spannende Beispiele auch. Ne? Ja, ich habe schon viel gelernt von dir, Matthias. Das heißt, unsere nächste Botschaft wird dann sein, hey, du fühlst dich ab und zu mal müde und schlapp. Dir fehlt ein YouTube-Kanal. Genau, ja. Ja, oder es kommen zu wenig Kunden, es schwankt und so weiter. Ne? Problem ist halt, dass du immer noch keinen YouTube-Kanal hast. Ne? So, ne? Ja. Hilft tatsächlich. Ja, ja. So. Auf jeden Fall. Hilft. Ja. Gut. Ich muss mal auf meine Liste schauen. Also viele der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du nebenbei schon beantwortet. Ach ja, genau, da fällt mir noch was ein. Jetzt lass uns vielleicht nochmal kurz zurückkommen zur Coaching-Bubble. Also was sind denn die Mythen, die in der Coaching-Bubble geglaubt werden, die aber eigentlich gar nicht stimmen? Vielleicht sowas in der Richtung wie Infoprodukte sind tot, wurde ja doch recht stark gestreut im Markt. Ach so, genau. Ja, da gab es viele Sachen. Über Jahre war ja immer so, gerade so 2017, 2018, dieses einfach hier Ad auf Gesprächstermin, ne, auf Web-Landing-Page und los buchen und fertig. Das hat damals noch gut geklappt auch. Und dann wurde immer gesagt, hier Webinare ist alles Quatsch und oder Online-Workshops, genau wie halt Infoprodukte, braucht man alles nicht. Ne? Auch E-Mail-Marketing ist auch schon immer wieder gestorben, ne? Und immer wieder auferstanden. Ne? E-Mail-Marketing ist quasi der Jesus, ne? unter den Marketingstrategien, genau. Ja. Das sind typische Mythen. Und nie war das halt wirklich tot. Ne? Es hat immer irgendwo funktioniert. Und jetzt ist so eine Wiedergeburt, einmal vom E-Mail-Marketing. Also ich sehe das immer mehr. Wir haben zum Beispiel auch einen erfolgreichen Checklisten-Funnel, dass man sich so Checklisten runterlädt, E-Mail-Adresse einträgt, Nummer. Dann werden Leute angerufen oder viele buchen sich dann halt direkt ein Gespräch und quasi nochmal so ein paar Checklisten dazwischen geschaltet. Also so riesen E-Books liest sich halt keiner mehr durch. Ne? Aber das ist so eine Strategie. Live-Online-Workshops, ne, ist jetzt auch wieder eine Renaissance, also machen immer mehr, funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man es gut aufbaut, ne. Das ist auch so ein typischer Mythos, dass es nicht funktioniert, dass es Quatsch ist und so. Ich muss ehrlich sagen, ich war da auch lange nicht so überzeugt von über Jahre, weil ich dachte, ist ja so viel Content auch von mir draußen, ne? Über 500 Podcast-Folgen, hunderte von YouTube-Videos, wenn das nicht reicht, die Leute noch irgendwie ein Webinar dafür brauchen, ne? Dann kann ich ihnen auch nicht helfen, so. Ja. Genau, ne? Aber haben wir jetzt gemerkt, okay, ist noch was anderes, wenn du halt in so einem Webinar halt sitzt, irgendwie 2 Stunden, nochmal tieferen Content bekommst und so weiter. Es funktioniert halt viel, viel besser, ne? Es hat extrem gut funktioniert. Ne? Ja. Ja, kann man das dann so zusammenfassen? Das heißt, so alle Mythen, die so Marketingmythen, die gestreut wurden, also bestimmte Sachen sind tot, das stimmt eigentlich gar nicht. Nee, nie stimmen die. Das sind halt immer die Sachen, die im Marketing als Botschaft natürlich funktionieren. Ihr könntet ja auch kommunizieren, irgendwie, wer ist so blöd und macht einen Podcast? YouTube ist ja viel besser, ne? Verschwende keine Zeit mit Podcast. Ne? Genauso wie jemand sagen könnte, hey, wenn jemand zum Beispiel jetzt Videomarketing verkauft oder Videos, würde ich immer sofort kommunizieren als Botschaft, habe sogar für den Kunden entwickelt. Keiner liest mehr. Ne? Wer liest denn heute noch Texte? Ne? Scheiß auf Copywriting und irgendwelche Texte. Liest doch keiner mehr. Brauchst geile Videos. Ne? Ja. Videos konvertieren, wenn das Video gut ist, immer besser als Texte. Ist einfach so. Ja. Und genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Videomarketing verkaufen würde, würde ich komplett gegen diese ganzen Copywriter schießen und gegen die ganzen Texte. Liest eh keiner mehr. Braucht man nicht. Wir brauchen geile Videos und so. Also so sind ja immer diese typischen Botschaften. Ne? Ja. So, ja. Dann war auch lange gegen SEO. Ne? SEO, Suchmaschinenoptimierung brauchst du auch nicht. Das machen natürlich dann Leute, die sag mal Facebook-Ads oder Instagram oder so verkaufen. Ja. Die kommunizieren dann halt so. Ne? Genau. Muss immer gucken, was passt zu einem selbst auch. Das sehe ich auch ein großes Problem, dass viele einfach nicht gucken, was passt zu ihnen als Unternehmen. So, ne? Vom Stil her. Bei manchen macht Sinn, zum Beispiel noch, wir haben auch so einen 50-Euro-Mini-Online-Kurs mit so ein paar Grundlagen schon mal drin und holen da echt von den Leuten, die den Kurs gekauft haben, werden dann 70%
richtige Kunden, also kommen dann richtig ins Training. Ne? Das ist krass. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Quote. 70% ist ja Hammer. Und da ist halt so krasser Inhalt auch drin, ne? Also wirklich mit Checklisten, also sehr tiefgehend auch. Und die Quote ist halt extrem gut und noch nicht mal alle rufen wir an. Wir rufen natürlich alle an, aber viele melden sich dann auch so direkt aufgrund des Kurses und das hätte ich auch nicht gedacht, ne? Und das ist halt so performt, weil ich denke, es ist ja genug gratis draußen. Aber es ist halt immer psychologisch dieser mentale Opt-in, dass man sich quasi dann halt committet, man sagt, man zahlt 50 Euro oder man nimmt sich die Zeit für so ein Webinar. Es ist halt ein ganz anderer Rahmen, ne? Der Frame ist ein anderer und deswegen muss man immer für sich selber testen. Ne? Ja. Das passt zu einem. Also zusammengefasst kann man das dann so sagen, dass im Prinzip schon alle diese unterschiedlichen Akquisewege funktionieren. Ja. Nur wahrscheinlich unterschiedlich gut. Genau. Man muss gucken, was passt zu einem auch. Ne? Für den einen passt es dann vielleicht total der Webinar-Willi und performt da halt im Webinar halt richtig gut. Manche Leute passt es halt gar nicht, ne? Wenn sie irgendwas introvertierter sind. Für manche, wir haben auch Kunden, die irgendwie dann mit so einer Kaltakquise-Armee agieren, ne? Irgendwie 15 Leute, die dann hunderte von Leuten jeden Tag durchklingeln und dann halt auch ihre 300.000, 400.000 im Monat machen. Diesen Stil gibt's halt auch. Wir haben halt für uns beschlossen, dass wir halt eher auf Sog setzen, dass die Leute halt den Content sehen, die Ads sehen. Und halt eher der Sog-Effekt ist, natürlich Follow-up muss man machen, auf jeden Fall, aber jetzt nicht irgendwie da mit so einer Armee quasi hinterher telefonieren überall. Ne? So. Ja. Genau. Ne? Ja. Ja, okay. Also wenn alle diese Wege funktionieren, würdest du dann sagen, dass es dann trotzdem so eine Art Königsweg gibt oder zumindest einen, der im Schnitt für die meisten Menschen besser funktioniert? Ja, das Wichtige ist, fängt ja an bei den, geht gar nicht um die Kanäle unbedingt, sondern eher um die Botschaften. Ne? Also erstmal Wichtigste, dass man eine Botschaft hat, die dich andere nicht haben, also keine 0815 Botschaft, sondern so Evergreen-Botschaft, wo man weiß, wenn die Botschaft kommuniziert wird, wie bei uns mit diesem Raus aus der Vergleichbarkeit, dann bringt das Anfragen. Es muss funktionieren. Die Leute müssen aktiviert werden, dass sie wirklich sagen, oh, spannend, die höre ich mal zu. Das brauchen wir. Das können auch mehrere Botschaften sein. So. Ne? Und da muss man halt gucken, welcher Kanal passt dann zu einem. Und dann halt auf Social Media aktiv werden. Also nicht nur rein Ads zu machen, sondern halt auch da sich zu branden und zu präsentieren. Auch das natürlich strategisch zu überlegen, welche Botschaften, welche Framing setze ich und so weiter. Und dann die Leute halt ins Gespräch zu holen. So. Ja. Ja, ich hatte jetzt versucht, aus dir rauszulocken, dass du sagst, YouTube ist natürlich der beste Weg. Ja, genau, das sowieso, genau. Ja, ja. Das, da würde mich hat aber auch seit 2016 gut funktioniert. Ne? Ich habe nur einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, aber das habe ich erst später gemerkt. Ich hatte ja bestimmt 600 YouTube-Videos, teilweise ja auch mit teilweise Millionen Aufruf, ne? Ein paar Videos. Ne? Also, ihr wisst das ja noch von früher. Ja. Und ich habe ja dann alle gelöscht, also ich habe sämtliche Videos komplett gelöscht und ich habe bei vielen so Top Keywords im Bereich Psychologie wirklich überall Nummer 1 gerankt. Ja. Ich habe hier alle die Konkurrenz da platt gehasselt. Also ich habe ja dann irgendwann jeden Tag ein Video, wie so ein bisschen KLS-Style am Anfang. Einfach. Und genau, habe dann aber alles mit einmal komplett alles gelöscht, weil ich sage, jetzt nur auf Verkaufspsychologie. Mhm. Und ich glaube, das war vom Algorithmus her ein Fehler. Ja. Genau. Gibt auch kein Backup. Die ganzen Videos sind weg. Ja. Aber das ist hart. Ja, also das funktioniert ja auf YouTube so, wenn du ein Video hast, dann werden ja neben diesem Video ähnliche Videos vorgeschlagen, dass der Zuschauer halt, also YouTube weiß, er interessiert sich jetzt gerade für das Thema, ich schlage ihm ähnliche Videos vor. Und ähnliche Videos gibt's natürlich auf demselben Kanal. Das heißt, wenn du jetzt ein Video hast, das halt regelmäßig im Monat einige tausend Klicks zieht, dann hast du für deine anderen Videos ja dann da auch entsprechend tausende Plätze, wo die angezeigt werden, dass Leute dann da wieder klicken können. Und dann, wenn Leute darauf klicken, dann hat YouTube einen Datenpunkt mehr, wer sich für dieses Video interessiert. Und je besser YouTube das versteht, desto mehr werden die Videos vorgeschlagen. Das heißt, dadurch hast du dir quasi diesen Effekt genommen, dass deine Videos halt schneller Daten sammeln und halt dann im Prinzip viraler gehen können bei deiner Zielgruppe. Also um hier nochmal Salz in die Wunde zu streuen sozusagen. Sehr gut. Ja, okay. Das nee, war auf jeden Fall mit Podcast so das beste Medium. Ne? Nur was halt auch ist, es ist halt ein bisschen Aufwand, aber auch da sehe ich das nochmal anders, weil du kannst mir da gern widersprechen, aber ich finde, wenn man schon mal so ein paar Videos hat, die gut produziert sind, kann man die zumindest schon mal Leuten schicken. Sag mal, jemand hat Interesse. Ja. Oder ja. Man merkt irgendwie im Sales Call, da ist noch zu wenig Vertrauen, dass man sagen kann, hey, ich habe hier ein 10-minütiges Video, da erläutere ich das nochmal und so. Ja. Also allein dafür lohnt sich das schon mal ein paar Videos zu haben auf dem Kanal, ne? Ja. Dass man das Leuten schon mal schickt. Ist aber auch dieser Effekt, das hatten wir auch oft, dass Leute sagen so, wow, das ist ja sogar einen eigenen YouTube-Kanal oder auch einen Podcast genauso. Ne? Eigenen Podcast, wow, ne? Ist ja genauso wie auch mit Büchern, ne? So Menschen Buch. Ne? Also die Leute denken dann, das ist halt so was ganz Krasses so. Ne? Ist ja mit den Medien, wie ich es auch im Moment merke, so, oh, du warst ja da im Fernsehen so. Ne? Und das zieht halt auch da. Ne? Ja.
Ja, das stimmt. Das ist genauso, wie du sagst. Also unser Claim ist ja auch, also du brauchst eigentlich nur ein Videoportfolio, sagen wir 10 Videos, die du einmalig machst, und die bringen dir schon Kunden. Ja. Und das funktioniert über verschiedene Wege. Also zum einen, weil du in den Videos einfach mal so grundsätzlich dein Angebot erklären kannst. Was machst du überhaupt und für wen machst du das? Das ist ja vielen Leuten gar nicht so klar, genau. Dann immer. Ja. Gerade bei erklärungsbedürftigen Angeboten. Oder dann, dass du Einwandvorwegnahme betreibst, wie du schon angesprochen hast, dass du vielleicht mal eine Fallstudie zeigst oder ein Kundeninterview. Und alleine dieses Videoportfolio konvertiert ja dann schon. Also du kannst es im Vertrieb einsetzen, also die Videos da mitschicken. Aber also weil YouTube ja zu Google gehört, das ist ja im Prinzip ein Unternehmen, werden deine Videos ja auch angezeigt. Also wenn jetzt jemand dann Matthias Niggerhoff eintippt in Google, weil du ihn, keine Ahnung, Kaltakquise macht ihr wahrscheinlich nicht, aber irgendwie eine Ad oder sowas haben sie gesehen, googeln dann werden ja auch deine Videos angezeigt. Also dieser Kanal wird immer gesehen. Ja. Und arbeitet dann. Das ja, ist ja sogar immer das Deutschland erfunden, YouTube, ne? Also bevor es dann nach Google verkauft worden ist, der ist dann nach Amerika ausgewandert, aber die ersten irgendwie bis zum 18., ich weiß nicht wer, 18., 19. Lebensjahr hat er in Deutschland tatsächlich gewohnt. Hm. In Ostdeutschland ist dann ausgewandert, hat dann YouTube erfunden, ne? Solide Erfindung. Ja, ja. Aber um vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen, welches Medium würdest du sagen, konvertiert besser? Also du hast es ja eigentlich schon angesprochen, so wenn man Videos vergleicht mit Text, so ein Video konvertiert tendenziell besser. Wenn das Video, es gibt natürlich auch Videos, haben wir teilweise auch bei Kunden, die zeigen mir dann Skripte oder Videos, und wo ich halt sage, das wird schaden. Wir hatten auch mal so ein Video zum Beispiel auf unserer Webseite gepackt. Jetzt haben wir auch ein Video, was extrem gut performt. Also die Conversion hat sich verdreifacht, melden sich mehr passende Leute, Kunden. Verdreifacht? Ja, das performt extrem gut. Krass. Auch die passenden Leute melden sich, also noch mehr passender als vorher schon. Wir hatten aber auch mal ein Video darauf gepackt, dann ist alles eingebrochen. Ne? Also das Video hat alles kaputt gemacht. Und da muss man natürlich einfach, die Qualität muss dann stimmen. Das muss ja dann keine Hollywood-Produktion sein, aber von den Botschaften, von dem, wie es ist, auch mit Ton und so, das muss halt dann schon passen. So, ne? Aber dann funktioniert es halt besser, einfach weil es halt mehrere Sinneskanäle anspricht. Ne? Wenn ich jetzt nur lese, ne, das ist ein Faktor, aber wenn ich dann halt sowas höre, dann habe ich noch das Bild. Ne? Ja. Also ich erlebe die Person dort, ne? Ich sehe auch ein bisschen so das Setting, wie ist es da aufgebaut. Ja. Das wirkt halt viel stärker wahrnehmungspsychologisch und schafft dann halt viel, viel schneller Vertrauen als jetzt nur ein Text. So. Ja, also kann man das dann wirklich auf die, wie hast du es genannt, Sinneswahrnehmungskanäle zurückführen? Ja, auf jeden Fall. Es bleibt eher im Kopf. Ja, also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie unser Gehirn Sachen verarbeitet und auch speichert. Und die stärkste und die höchste Speicherungsrate, oder einfach zu Deutsch, es bleibt halt eher hängen, je mehr Sinneskanäle damit beteiligt sind. Im Studium habe ich auch so gelernt, ich habe mir dann Videos angeguckt von den Vorlesungen vom Prof, dann habe ich nochmal, bin ich unterwegs gewesen, habe nochmal Audios gehört, ich habe dann noch zusätzlich mit Gerüchen gearbeitet, dass ich immer einen bestimmten Zitrusduft in der Nase hatte, was ich dann auch bei der Prüfung mir dann irgendwie nochmal dran geschnüffelt habe, weil das Gehirn auch, gerade Gerüche sind mit am stärksten, weil Gerüche werden halt direkt ungefiltert ins Gehirn durchgejagt als Sinn, alles andere wird gefiltert, Gerüche nicht. Hat auch einfach evolutionäre Gründe, wenn es dann früher, sagen wir mal, verbrannt ist, irgendwie gab Feuer oder so. Wenn es dann noch gefiltert wird, ne, wäre es nicht gut, sondern wir haben das dann gerochen, oder wenn es brennt, riechen wir das sofort ungefiltert und wir wissen sofort, wir müssen uns irgendwie schützen. Genau, und von daher, Gerüche können wir zum Glück nicht nutzen über YouTube oder so, aber zumindest die anderen Effekte bleibt halt eher hängend so. Also es gibt ja auch sowas, das lässt aber wissenschaftlich auch nicht bestätigen, sowas wie Lerntypen oder so, aber da ist halt auch nicht wirklich was hinter, also wissenschaftlich gesehen. Ne? Am besten ist, wenn wir wirklich alle Sinne damit drin haben. Und wie gesagt, es geht ja auch nur um Lernen. Deswegen, viele fragen mich auch immer, was hast du am meisten am Psychologiestudium genutzt oder was nutzt du heute? Das ist fast immer nur Lernpsychologie, weil da geht es ja darum, dass man Sachen sieht und die ganz schnell behält. Genau das wollen wir im Marketing mit unseren Kunden machen. Die sollen die Botschaften behalten, die sollen die Sachen behalten, es soll im Kopf bleiben. Ja. Und die Lernpsychologie ist da super. Ja. Ja. Mega interessant. Ja, okay, cool. Dann habe ich da jetzt ein weiteres gutes Argument, um YouTube zu verkaufen. Da gibt es ganz viele. Ja. Also wie gesagt, auch ja, jetzt habe ich bestimmt tausende von Kampagnen mit begleitet. Wenn das Video gut gemacht wird, konvertiert es auch auf Landingpages oder sonst wo. Es konvertiert immer besser. Ja, auf jeden Fall. Und würdest du sagen, Videos mit dem eigenen Gesicht oder so ein Erklärvideo? Jetzt. Ja, ich ziehe dich hier so aufs Glatteis. Ja, was ich sage... Genau, ich bin eigentlich, um das zu betonen, gar kein Fan von Erklärvideos. Ne? So, das war immer mein Einwand gegen zum Beispiel einen großen Anbieter von Erklärvideos. Wir haben jetzt trotzdem eins beauftragt. Das ist aber ein anderer Style. Das wird in so einem lustigen Breaking Bad-Style und so weiter. So Breaking Bad nach der Serie, dass man so Kampagnen zusammen nicht explodiert ist und so. Das wird richtig lustig, aber so ein typisches Erklärfilm eher nicht.
Das kommt jetzt sehr stark auf die Zielgruppe an, wie die halt tickt. Mhm. Es gibt da einfach Menschen, die sind eher von der Persönlichkeitsstruktur eher personenbezogener. Das heißt, die orientieren sich eher so an anderen Menschen, ne? Also wollen dann eher Menschen haben und so weiter. Da kommt natürlich auch auf das Angebot an, so, ne? Wenn es jetzt um Coaching geht, Beratung, macht es halt eher Sinn, Menschen auch zu zeigen. Ja. Da muss man natürlich überlegen, von der Zielgruppe her, wie will man halt aussehen, ne? Bei manchen vielleicht eher mit Anzug oder so, bei manchen eher lockerer oder so, ne? Mhm. Das kommt jetzt auf die Zielgruppe an, wen man ansprechen will. Und es ist halt so bei Menschen, bei menschlichen Gesichtern, dass wir die schneller wahrnehmen als alles andere. Das heißt, von den Sinneskanälen werden menschliche Gesichter immer bevorzugt. Und es ist der schnellste Weg, um Vertrauen aufzubauen. Ne? Auch wenn man so mit Eye-Tracking analysiert, menschliche Gesichter werden immer als erstes angeschaut. Mhm. Das nutzen ja auch viele, zum Beispiel das Amazon-Logo ist ja auch mit so einem Smiley, von A bis Z, so ist ein Smiley da drin. Mhm. Bei Autos ja auch, ne? Mhm. Autos sehen ja auch von vorne aus wie so ein Gesicht. Ja. Gibt es auch Leute, die sagen, ich will, dass mein Auto böse guckt, ne? Und so ein Auto gekauft, was böse guckt und so, genau. Also menschliche Gesichter performen meistens besser, also als Mensch dann vor der Kamera. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel geht, wir haben zum Beispiel manchmal Kunden, die verkaufen dann irgendwie Software as a Service, Softwareprodukte, wo die dann irgendwas erklären. Also erklärungsbedürftige Sachen auch, welche komplexen Buchhaltungssoftware oder Datev ist ja auch ein großer Kunde von uns. Da macht das weniger Sinn. Ne? Da setzen wir dann eher zum Beispiel auf Erklärfilme ganz normal. Ja. Oder andere Filme, wo man jetzt Menschen nicht unbedingt groß sieht. Ja, ist interessant. Also ich habe vor kurzem dazu von so einem CRM-Anbieter so einen Erklärfilm gesehen, der war echt gut gemacht. Mhm. Also das sah genau aus wie unser CRM, da waren die Deal-Phasen drin und so. Ja. Das fand ich top. Ja. Das war wirklich gut auf den Punkt gebracht. Aber ich habe auch so den Eindruck, also gerade wenn man jetzt so eine Dienstleistung ist, so eine Beratung oder ein Coaching, wo Leute ja sowieso die Person dahinter kaufen, mit der sie ja dann arbeiten, ja, dann ist es halt schwierig, einfach also das, was sie ja kaufen, einfach rauszunehmen. Genau. Viele trauen sich halt da nicht, ne? Und das ist halt auch oft einfach so ein Mindset-Problem, ne? Weil macht Sinn, sich so zu zeigen, wie man dann ist, ne? Weil dann sieht man halt auch die richtigen Leute an, mit denen man auch Bock hat, zusammenzuarbeiten. Ne? Ja. Und macht schon Sinn, sich da zu zeigen, ne? So, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so perfekt ist. Und ist auch immer Geschmackssache, ne? Manche brauchen dann auch komplette Videoskripte, lesen das halt dann komplett 1:1 vor oder tragen das vor. Ja. Mich kann man mit sowas jagen, ich mache immer ein paar Stichpunkte, wenn überhaupt, ne? Ich hasse das halt, so nach so einem Skript vorzugehen. Und an manchen gibt das auch nochmal Sicherheit, ne? Genau. Ja, oh, gerade bei Skripten, also das ist eigentlich ziemlich interessant. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache. Ja. Und also wenn Leute Videoskripte schreiben, schreiben sie ja in der Regel immer in Schriftsprache. Und wenn sie das dann einfach vorlesen, dann wirkt das so unnatürlich. Also ich habe den Eindruck, dass sich da einige Leute damit schaden, weil sie ihre Videos zu sehr skripten. Auf jeden Fall. Und dann wirkt das halt irgendwie fake. Ja. Das gibt denen halt Sicherheit selbst. Oder sie denken halt, es würde gut performen, weil dann jedes Wort genau überlegt ist, ne, mit Teleprompter und so. Ja, ne? Ja. Aber oft einmal die Betonung passt halt oft nicht. Ja. Und die Schriftsprache ist oft dann mehr gehobener, als es ist. Aber am besten performt halt, wenn man das so sagt, wie man es auch denken würde. Ne? Ja. Wie dieses eben, wie ich gesagt habe am Anfang, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch. Das ist ja genau der Satz, den Leute auch sagen. Ne? So. Ja. Oder ein Handwerker sitzt da und denkt, der Mensch, ich bin ja wieder bis 21 Uhr im Büro, muss nochmal die Rechnung schreiben, ich bin ja wieder der Depp vom Dienst. Ne? So drückt er das halt aus. Ne? Und so muss es halt dann auch in dem Video sein. Ne? Also wie er es halt dann auch denkt. Ne? Ja. Das muss einfach rüberkommen. Und viele nehmen sich dann ihre größten Stärken, also in ihrer Persönlichkeit. Es gibt Leute, die haben dann bestimmte Stärken und wie sie Sachen formulieren, wie sie rüberbringen, und die sind dann komplett eliminiert. Das ist genauso, wenn Leute halt einer bestimmten Rolle nacheifern, dass sie halt irgendwie einen Guru haben und sagen, hey, ich verhalte mich jetzt so wie der vor der Kamera oder so. Mhm. Und das wirkt dann immer sehr, sehr unangenehm. Das machen sehr viele gerade bei TikTok oder auch generell in anderen Reel-Formaten, die dann irgendwie eine bekannte Person sehr stark imitieren wollen mit den Botschaften, das aber gar nicht zu ihnen passt. Und auch nicht zu den eigentlichen Erfolg, weil die Person einen viel größeren Erfolg hat, die kann sich vielleicht leisten, bestimmte Sachen zu sagen, die aber nicht. Und das ist dann so unangenehm, das merken dann auch viele Leute. Ne? Ja. Das sind so Sachen, die man auch unbewusst oft merkt, ne? Auch Thema Körpersprache haben wir auch bei uns immer wieder auch im Training viel, ne? Dass dann Leute dann sagen, hier, weiß nicht, sowas wie, ja, in einem Testimonial, ne? Ja, war richtig gut. Und dabei halt kurz den Kopf schütteln oder so, ne? Oder kurz eine Mikroexpression von Angst zeigen, so, ne? Ja, war gut, ne? Wir haben ja viele Leads gewonnen und so weiter. Und solche Sachen, da muss man einfach drauf achten, auch bei YouTube, wenn man dann Videos macht oder wenn man auch Sachen dann vorträgt und so weiter, ne? Dass man da auch guckt, dass die Körpersprache passt, nochmal analysieren, was da ist, ne? Genau.
Ja, das ist ein extrem. Einer meiner Lieblings-Hobbys ist echt, Testimonial-Videos anzugucken und zu gucken, was passiert da im Gesicht und so weiter. Es ist sehr, 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 sehr spannend. Ich habe das jetzt direkt auf meine mentale To-Do-Liste geschrieben, so einmal alle Testimonials prüfen. Genau, einfach nochmal gucken, was da passiert. Ne? Ja. Aber also, wie würdest du das eigentlich erklären? Warum? Also, wenn du einen begeisterten Kunden hast und der nimmt ein Testimonial auf, also warum schüttelt er dann den Kopf? Also wie kann es zu sowas kommen? Das kann einmal innere Zweifel sein oder innere Unsicherheit, ob das dann wirklich so erfolgreich war. Ja. Achso, und dass er sich vor Kamera gezwungen fühlt sozusagen. Genau, das zum Beispiel auch. Ne? Und vielleicht auch Zweifel daran hat oder auch selber halt merkt, hey, so gut war es dann vielleicht doch nicht. Ne? Ja. So, ne? Oder ne? So viel war es dann auch nicht und so. Ne? Und dass es einfach dann nicht gut rüberkommt dann. Ne? So. Ja. Deswegen ist ja auch wichtig bei so Testimonials, dass man, dann gibt es ja sogar jetzt ganze Anbieter, die nur Testimonials mit Leuten drehen, ne? Dass es halt gut vom Rahmen ist und von den Fragen, ne? Dass das alles professionell abläuft und nicht einfach, hier ist die Kamera, sag mal, wie hat es dir gefallen, ne? Dass es vernünftig abläuft. Ne? So. Ja. Na gut, so, jetzt schaue ich mal auf meine Fragen. Ich glaube, ich habe noch gar keine davon gestellt. Ich glaube, wir haben ja schon auch bald eine Stunde rum, Matthias. Also wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ist immer bei diesen Themen, da kann man stundenlang quatschen. Stundenlang, wirklich. Ich hoffe, die Kameras laufen noch, das wär fatal. Laufen noch. Okay, top. So, genau, was ich noch wissen wollte, Matthias. Welche Akquise-Strategien funktionieren denn zunehmend schlechter? Was siehst du so im Markt, was einfach nicht mehr so gut funktioniert? Ja, einmal dieses, was ich eben sagte, so rein irgendwie von der Ad oder so direkt auf eine Landingpage, auf eine Webseite schicken und sagen, hier, tragt euch jetzt hier ein, so. Mhm. Ne? Also wenn die Leute nicht einen bestimmten Wärmegrad haben, ist halt einfach schwer, ne, dass das so funktioniert. Dann natürlich in bestimmten Bereichen, das haben wir sehr oft bei Kunden, Stichwort Vergleichbarkeit, ist halt oft mit der Kaltakquise oder auch Reports rausschicken, dass Leute sagen, boah, ich habe jetzt hier klassisch in so Branchen wie Steuerberater, Handwerk, Zahnärzte, dass die Leute halt sagen, ich habe jetzt hier schon 15 solcher Reports, die sehen irgendwie alle gleich aus, ne? Oder Menschen, die jetzt hunderte schon anruft, ne? Teilweise genau mit dem gleichen Einstieg, weil die halt irgendwo ein Sales-Skript bekommen haben oder eine Vorlage und dann haben die sagen, nehmen alle gleich den gleichen Einstieg bei der Kaltakquise und da ist halt wie dieses Thema Vergleichbarkeit, das liegt ja nicht unbedingt an der Methode, Kaltakquise wird weiterhin sicherlich sehr gut funktionieren, auch Leuten so ein Report zuzuschicken, funktioniert. Aber es muss halt wieder ein anderer Stil sein, ne? Dass man einen anderen Einstieg wählt und so. Mhm. Und nicht die Leute denken, jetzt ist der Hundertste, der anruft und Mitarbeitergewinnung verkaufen will und so. Ja. Okay, also Reports. Reports, würdest du sagen, funktionieren noch? Auf jeden Fall. Bei Mitarbeitergewinnung für Handwerker? Genau. Man muss einfach anders gestalten. Ne? Es muss auch zum Beispiel Mehrwert drin sein. Dann haben wir zum Beispiel nochmal diese Reziprozität. Ne? Das muss vielleicht sogar mal ein paar Tipps rein. Darf ich dich da kurz unterbrechen, Matthias? Ja, weil eine der größten Fragen im Internet ist, wie viel Mehrwert darf ich eigentlich geben in meinem Marketing, bevor es zu viel wird? Gibt es überhaupt ein zu viel? Ja, Bikini-Prinzip, ne? Also das ist so meine Standardantwort, so wie ich das auch halte. Das heißt, schon viel zeigen, ne? Und dann ist halt, so es gibt so Modelle oder Sachen, die würde ich halt niemals kostenlos in einem Vortrag oder sonst wo oder jetzt hier so erwähnen, weil das quasi so das Herzstück meiner Arbeit ist oder so, ne? Und so, und das ist dann quasi, unter dem Bikini. Ne? Mhm. Das ist so die Zone, die ich dann nicht zeige oder so. Das heißt, ich würde schon überlegen, was macht Sinn vom Mehrwert her? Also was bringt die Leute dann auch weiter? Also ich bin schon ein Fan, so bin ich ja erfolgreich geworden durch das Content-Marketing mit Mehrwert. Es war am Anfang definitiv zu viel und ein großer Fehler, den ich gemacht habe, war, den Leuten auch nicht konkret ein Kaufangebot auch zu machen. Also zu sagen, hey, ich bin da auch buchbar und wir machen das und das. Ich habe halt immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Aber es ist wichtig, jedes Mal auch zu sagen, hey, kannst du ein Gespräch buchen, dann können wir das nochmal im Detail durchgehen oder so. Ja. Oder für dich einen Fahrplan entwickeln. Also man muss halt wirklich auch pitchen, also auch Werbung da reinbringen. Ja. Und halt auch sehr viele auch so Open Loops, dass man vielleicht sagt, ich mach mal so ein Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum des Gehirns verarbeitet werden. Das heißt, wenn der Preisschmerz zu groß ist, wird das Schmerzzentrum aktiviert und wir brechen den Kauf ab. Oder sagen halt, ja, vielleicht passt doch nicht. Oder droppen irgendwelche Vorwände. So. Und das wäre zum Beispiel super Mehrwert. Du weißt das jetzt. Ne? Okay, Schmerzzentrum wird aktiviert, spannend. Ne? Preisschmerz wird ausgelöst. Nur was für eine Frage kommt dann sofort auf? Ja, wie nehme ich jetzt den Preisschmerz? Können wir gerne dann in einem Gespräch, ne, im Analysegespräch drüber sprechen. Ne? Ja. Buch dir einen Termin und dann kannst du halt machen. Also, dass man so ein paar Fakten sicherlich sagt. Ne?
Das Thema YouTube zum Beispiel. Ja, bei YouTube ist es nicht sinnvoll, drauf loszudrehen, sondern es ist sinnvoll, dass man eine wirklich verkaufsstarke Struktur des Videos hat. Ne? Da gibt es verschiedene Strukturen, die sorgen dafür, dass die Leute dann bis zum Ende gucken und dann auch eher buchen. So, ne? Das ist wichtig für dich zu wissen. Ja. Wenn du wissen willst, wie die individuelle Struktur für dich aussieht, dann buch dir jetzt einen Termin bei Logic Lemon. Wunderbare Kombi. Genau. Ja. So ist es halt. Ne? Das heißt, man zeigt dann so ein paar Sachen, aber die Details, was dann quasi unterm Bikini liegt, das ist dann halt ja, fürs Coaching, für die Beratung gedacht. Ne? Mhm. Genau. Also aus meiner Sicht macht schon Sinn, Mehrwert zu bieten. Ich bin nicht so der Fan von diesen immer drei Fehler und immer diesen Content, so was man alles da falsch und schlecht macht und so. Mhm. Viele kriegen es ja auch, wenn die den kostenlosen Mehrwert haben, nicht wirklich umgesetzt. Ne? So. Ja. Also, oder machen nichts drauf. Gibt ja das berühmte Beispiel von Tim Ferriss, der so eine komplette Anleitung ins Internet gepackt hat, wie man New York Times Bestseller schreibt, über 50 Seiten mit Checklisten, alles komplett online im Internet, wo auch Leute gesagt haben, ja, dann packst du das alles kostenlos da ins Internet, Tim Ferriss. Meinte ja, weil es eh keiner umsetzt. Man nimmt eh keiner die Anleitung und macht dann das wirklich. Ne? So. Ja. Ja, guter Punkt. Okay, warte, ich muss zur Frage zurückkommen. Ich habe eigentlich gefragt, welche Akquise-Strategien funktionieren zunehmend schlechter. Genau. Wieder viel interessanter. Also, Matthias, möchtest du noch was zu trinken? Ja, gerne. Reicht das einfach. Also wie gesagt, ja, Landingpage, direkt auf Gespräch, Report, Kaltakquise, braucht man andere Botschaften, dass man nochmal anders vergleichbar ist. Ne? Ja. Ja. Ich habe hier eine sehr interessante Grafik zum Thema Erstgespräch. Warte, ich kann die hier mal kurz raussuchen. Mhm. Ich denke, am besten blenden wir die dann einmal so dann im Video ein. Und zwar, Interessenten kaufen heute anders. Also früher kann man sagen, war es so, Leute haben recherchiert. Also sie haben halt irgendwie ein Problem. Keine Ahnung, ich habe zu wenig Leads, was kann ich jetzt machen? Dann haben sie sich ein Beratungsgespräch gebucht, um sich wirklich beraten zu lassen, haben dann da eine Kaufentscheidung getroffen und sind Kunde geworden. Und ich habe den Eindruck, dass sich das mittlerweile eigentlich umgedreht hat, dass diese Recherchephase viel, viel länger geworden ist und dass Leute eigentlich dann schon die Kaufentscheidung treffen, nachdem sie zum Beispiel sehr viel Content konsumiert haben und erst dann dieses Beratungsgespräch buchen und dass es dann mehr oder weniger so betreutes Unterschreiben nur noch. Also dass halt dann vielleicht noch schnell die Zahlungsmodalitäten fix gemacht werden oder so. Ja, dass sie dann schneller quasi kaufen, weil die schon vorher die Kaufentscheidung getroffen haben. Ja. 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 Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist eigentlich auch total interessant, weil das passt ja zu dem Thema, Erstgespräche funktionieren nicht mehr so. Ja, und halt passt halt auch dazu, dass man halt in der Recherchephase ja auch sich gut aufstellen muss von den Botschaften im Markt, ne? So, die gut ansprechen muss, die Menschen, ne? So, auf jeden Fall. Ne? Ja. Was würdest du denn empfehlen? Was sollte jemand in dieser, also jemand, der jetzt Beratungsgespräche anbietet und im Prinzip noch gar kein Content Marketing macht oder sowas? Da ist ja wahrscheinlich die erste Empfehlung, macht Content Marketing, dass Leute was finden, oder? Genau, ja, dass man sichtbar wird, ne, auf verschiedenen Kanälen, ne, also dass man halt guckt, dass man da sichtbar wird, die richtigen Botschaften, Einwände nimmt, Vorteile präsentiert und halt dieses besondere Etwas zeigt, ne, also was einen da wirklich ausmacht, ne, genau. Ja, ja, also was würdest du da so konkret empfehlen, was jemand machen sollte? Also jemand, der jetzt vielleicht den ganzen Tag nur so Direktnachrichten rausschickt über LinkedIn und Facebook oder so. Oder vielleicht Kaltakquise macht was. Ja, einmal über Postings, über Content-Marketing sichtbar werden. Also überlegt, welche Themen interessieren die Zielgruppe. Sehr stark Problemwahrnehmung schärfen. Also oft ist ja das Problem, dass Leute halt sagen, sie haben kein Problem, alles gut. Dieses Problembewusstsein ist oft so ein typischer Schlüssel. Da haben wir auch oft Leute, die bei uns sagen, hier, die Leute denken immer, sie haben kein Problem und so, ist ja alles gut. Ne? Dieses Problembewusstsein halt schärfen. Ne? Ja. Und viel über Problemkommunikation auch zu gehen, dass den Leuten das halt klar ist, ne, was sie für Probleme haben. Ne? Also sehr stark da reinzugehen, die passenden Leute hinzuzufügen, jeweils zum Beispiel bei LinkedIn oder so, ne, passende Leute hinzuzufügen, die mit Postings zu bespielen, Direct Messages beispielsweise. Also Postings dann wahrscheinlich eher so Long Copy, oder? Dass man sich auch wirklich informieren kann. Also jetzt nicht so auf Facebook so zwei Worte schreiben, so du bist lost, wenn du mein Angebot nicht kaufst. Sondern halt mehr zahlen, genau. Das ist auch so eine Tendenz, dass viele halt da sehr oberflächliche Postings machen, dann lieber ein bisschen weniger sowas, aber dafür, dass halt irgendwie mehr, ja, Mehrwert dann auch drin ist und das ist dann nochmal spannender ist auch für die Leute. Ne? Ja. Ja, findest du da Facebook oder LinkedIn interessant? Weil das Problem bei den Beiträgen ist ja, also wenn ich sie heute schreibe, dann werden sie also heute gesehen und vielleicht morgen und vielleicht noch in der Woche. Aber ich meine, wer liest denn
Facebook-Post, der einen Monat alt ist. Also die verschwinden ja eigentlich. Ja, man kann sie halt immer wieder mit bestimmten Tricks nochmal pushen. Ne? Ja, nochmal einen Kommentar. Nochmal kommentiert oder so. Ne? Ja. Ja, das mache ich auch immer wieder. Aber das geht zum Beispiel nur bei Facebook, bei LinkedIn geht das gar nicht. Kann man die gar nicht mehr pushen, die sind dann sofort weg. Ja. Und so, ja, aber man kann sie immer wieder auch recyceln. Ne? Also viele Sachen, die, das ja, ja. Zum Beispiel Sachen, die ich heute gepostet habe, der Post, der kam schon 4-5 Mal die letzten Jahre immer wieder. Ne? Also wir haben so eine Liste mit Sachen, wo wir wissen, die und die Themen, diese Postings, bringen halt auf jeden Fall Anfragen und performen gut. Und die werden dann immer wieder, manchmal in abgewandelter Form, immer wieder gebracht. Immer wieder, immer wieder. Das fällt auch keinem auf. Das ist genau wie im Podcast. Ne? Also auch 500 Podcast-Folgen bei mir. Und ganz viele Themen haben sich schon so oft wiederholt. Ne? Einfach, weil sie funktionieren. Ja. Wie ist es eigentlich bei Podcasts? Werden da alte Folgen konsumiert? Ja, viele fangen relativ am Anfang direkt an. So. Achso, die sagen, okay, Folge 1 bis 500 und dann sagen sie, okay, jetzt genau, können sie kaufen. Genau. Ja. Wobei das sind meistens die schlechteren Leute, also das klingt jetzt böse, aber die meistens nicht Kunde werden, sind halt die, wir unterteilen das sehr stark in so Konsumenten. Es gibt halt Leute, die konsumieren alles durch. Ne? Die sagen dann hier, alles gehört im Podcast und ganz viel umgesetzt, werden dann aber kein Kunde, ne? Weil sie halt gewöhnt sind, das alles nur konsumieren. Das sind auch von der Persönlichkeit auch so. Ne? Ich konsumiere das alles, ne? Weil sie vielleicht auch nicht merken, dass es halt auch nur Oberfläche ist, es ist nur der Groß aus der Küche und so. Ne? Also sehr viel konsumieren. Am besten sind bei uns die Leute, die wirklich zum Beispiel bei YouTube 2-3 Videos gucken und dann sagen, komm, ich melde mich mal und guck mal, was die anzubieten haben. Oder auch im Podcast, ein paar Podcast-Folgen hören und dann sagen, komm, ich melde mich mal. So ticke ich selber halt auch, wenn ich einen Anbieter kennenlerne und mir ein paar Podcast-Folgen anhöre beispielsweise, YouTube-Videos, gucke ich immer sofort, was kann ich da kaufen? Ein Online-Kurs oder sonst was. Ne? Ja. Ja, interessant. Wie ist das eigentlich bei Podcasts? Wie werden die entdeckt? Also bei YouTube verstehe ich es, wenn du ein Video machst, das wird ja auch in Monaten und Jahren noch vorgeschlagen, muss man ja bloß auf seine Startseite gucken. Also YouTube recycelt ja automatisch den alten Content. Aber wie ist es bei Podcasts? Also, bei Podcasts ist natürlich auch, das meiste kommt über die Suche. Das heißt, Leute geben im Podcast ein, bei Spotify oder bei iTunes, ne, oder bei Amazon Podcast, sonst was, oder Google Podcast gibt's ja auch, geben halt Suchbegriffe ein, ne, zu sagen, hier, ich brauche mehr Kunden oder so, suchen dann nach mehr Kunden und bekommen dann halt Podcasts vorgeschlagen, ne, die das halt liefern oder auch einzelne Folgen. Also das Hauptding ist halt wirklich über Suchbegriffe. Ja. Und ansonsten ist halt nur das typische quasi Incest-Marketing, dass man dann halt in anderen Podcasts dann wieder auftritt und so weiter und dann so gegenseitig so, ne, die Leute sich dann zuschiebt, genau. Ja, okay, interessant. Weil, also das heißt ja dann bei Podcasts eigentlich, dass die Leute schon ein Problembewusstsein brauchen, also für die Suche, aber ich muss ja wissen, wo mein Problem ist, dass ich suchen kann. Genau. Kann auch mal sein, dass jemand zufällig drauf stößt oder über Ads, wir bewerben einen Podcast halt auch, ne? Dass wir halt dann das aufzeigen oder so. Und am sinnvoll ist natürlich auch in anderen Podcasts zu Gast sein, weil jetzt ein paar Mal zum Beispiel in einem OMR-Podcast, das war für uns super. Mhm. Dann kommen genau die richtigen Leute auf unseren Podcast und so. Und natürlich dann im Podcast auch Leute abzuschrecken. Und machen das dann auch so, dass wir Podcast-Folgen den Leuten zuschicken, wenn sie jetzt noch nicht ganz so warm sind oder auch YouTube-Videos oder beides einfach. Dass wir sagen, hier ist die Podcast-Folge, hier nochmal als Video, kannst du dir da anhören. Oder sagen das manchmal auch, ne, bis zum Beratungsgespräch oder bei uns heißt es Analysegespräch, ne, bis dann hörst du bitte die Sachen an. Mhm. So, und wenn die das halt schon nicht machen, wird es halt schwer für die Kunde zu werden, ne? Wenn die halt dann noch nicht mal sich die 10 Minuten nehmen. Ja. Ja, okay, verstehe. So, jetzt haben wir uns schon recht lange unterhalten, aber ich glaube noch gar nicht über Verkaufspsychologie. Also indirekt kam es immer wieder. So. Ja. Eigentlich ja nur. Ja. Aber so, was genau ist das eigentlich? Also Verkaufspsychologie, das von meiner Definition ist es, Vertrauen aufzubauen und Menschen zu überzeugen, also die richtigen Menschen zu überzeugen, zu gucken, wie tickt der Kunde wirklich, ne? Also was sind seine Kaufmotive, was will der wirklich, was für Wünsche hat er und dann halt mit den richtigen Botschaften in Marketing, also übersetzt dann in die Botschaften, in Texte, in Bildsprache, in Videos und so, die richtigen Leute dann zu überzeugen, ne? So die richtigen Knöpfe zu drücken, die richtigen Trigger und so weiter. Und viele denken halt, ich nutze immer dieses typische Eisbergmodell, viele denken halt Verkaufspsychologie, das wären nur diese typischen Trigger, die man vielleicht aus so Büchern von Influence kennt, von Cialdini, hier Verknappung, hier Social Proof und so, das ist aber wirklich nur so die Spitze des Eisberges, ne? Das sind vielleicht 10%, ne? Das wahre Potenzial liegt eigentlich darunter, also in sowas wie diese ganzen Motive anzusprechen oder so, ne? Oder dass ich zum Beispiel über Bildsprache, ich kann sogar Hormonzustände triggern, über bestimmte Botschaften, über eine bestimmte Bildsprache, wenn ich da jemanden habe, irgendwie mit einer krass trainierten Oberkörper, mit brennender Flasche und alles so schön in roter Farbe gehalten, ne, dann trigger ich natürlich Testosteron bei Leuten. Ne? Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass wir dann auch sowas wie Testosteron oder auch Cortisol
wir nennen das immer Hormonmarketing, sogar triggern können. Ne? Cortisol wäre ein Stresshormon. Mhm. Das ist das Motto hier, wie sieht es dann aus mit deiner Altersvorsorge? Ne? Und dann geht bei manchen Cortisol los, Stresshormon, und die kommen dann so eine Problemwahrnehmung und dann sagen sich, oh, muss ich mal mit beschäftigen, ja, hier kannst du einen Termin buchen. Und so, also das ist so das wahre Potenzial, diese unbewussten Sachen, die uns nicht so bewusst sind. Ja. Gibt es Hormone, die man auf gar keinen Fall triggern darf? Ja, das kommt auf die Zielgruppe an. Ja. Ne? Genau, man kann halt so ein bisschen Ängste schnüren, das wäre halt dann dieses Cortisol, dieses Stresshormon. Ne? Mhm. So. Das heißt, Leute mit einem hohen Cortisolwert sind halt eher vorsichtiger und sicherheitsorientierter. Die muss ich natürlich auch im Sales dann anders abholen. Zum Beispiel so, dass bis 10 Uhr morgens das Hormon Cortisol am stärksten ausgeprägt ist bei uns allen. Mhm. Das heißt, auch da mein Tipp, keine Verkaufsgespräche vor 10 Uhr führen, weil wir dann eher sicherheitsorientierter und vorsichtiger entscheiden. Ne? Mhm. Genau, natürlich Testosteron. Es kommt jetzt wieder auf die Motive an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache jetzt Coaching für liebe, hochsensible Menschen, will da die liebe Lisa, den Harmoniehannes haben, dann haben die wahrscheinlich höheres Oxytocin. Das ist dieses Kuschelhormon, was bei Berührung ausgeschüttet wird. Genau, da muss ich natürlich andere Trigger wählen. Und das ist halt der typische Fehler. Die Leute nehmen dann irgendwie aus Amerika oder sonst wo diese Trigger. Ja, Verknappung, noch 3 Plätze frei, jetzt melde dich, melde dich. Das kann in bestimmten Bereichen funktionieren. Aber wenn ich dann natürlich sage hier, ich will die harmoniebedürftigen Leute mit mehr Oxytocin, performt das da halt gar nicht mehr. Und das ist das Problem, dass viele mit diesen Triggern immer hantieren, aber die nicht zur Zielgruppe passen. So, ne? Und wenn du halt so eine Testosteron-Zielgruppe hast, so hier zack, ne, bring mich zum Schotter, Gas geben und so weiter, dann kannst du natürlich anders die Leute triggern, wenn du denen halt sagst, hier, wir sind auch ganz viele liebe Menschen im Coaching und, ne, und haben eine echt eine nette Gruppe mit lieben Leuten, ne, dann ist der halt dann weg, der Testosteron-Theo. Ne? Genau. Okay, verstehe. Hast du vielleicht ein Beispiel von einem Kunden, was ihr da so umgestellt habt, dass man sich das einfach mal so in der Praxis vorstellen kann? So eine Art Fallstudie. Ja, mit dem Fitnessstudio hatte ich mal erzählt, ne, dass wir dann halt alles auf Testosteron ausgerichtet haben. Ne? Genau. Ja. Was ist das aus dem Coaching-Markt? Finde ich ganz interessant. So Coaching oder Agenturen vielleicht? Ja, gerne. Genau. Wir hatten zum Beispiel auch bei einer Agentur, die macht genau Mitarbeitergewinnung. Ne? Und da war es halt so, dass ich zu viele, ja, quasi liebe Lisas gemeldet haben, ne? Aber eher Männer, ne? Also Harmoniehandelste quasi. Also die Leute waren dann immer super nett, nette Gespräche, aber die hatten dann oft das Budget nicht, aber auch nicht diese Ambition, dass sie sagen, komm, ich investiere, um dann mehr passende Kunden zu haben oder mein Recruiting voranzubringen und so. Und dann sind wir halt über die Website und haben halt geguckt, wo gibt es halt diese Motivbrüche, wo ist es halt nicht ausgerichtet auf die Macher Martins, ne, auf dieses zack, zack, ich will hier Gas geben, ich will meinen Handwerksbetrieb skalieren, ne, und wo sind halt Brüche? War dann zum Beispiel ein Bild, ne, Bilder sind natürlich hormonell die größten Trigger, wo dann halt die Person, also diese Agentur hat, irgendwie auf so einer grünen Wiese gesessen hat, also war eine grüne Wiese, so ein grüner Park, ne, und dann stand die Person dort einfach so drauf, schon seriös gekleidet mit Hemd und so weiter, ne, aber dieses Grün als Farbe ist so ein typischer Oxytocin-Trigger, gerade mit der Natur und so weiter, ne, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, Cortisol geht runter, das Stresshormon, wir fühlen uns wohl. Ne, hätte noch irgendwie ein Bild gefehlt von einem Hundebaby oder so, dann wäre es am allerstimmigsten gewesen. Wir sagen immer, im Sales Office darf kein Hund oder keine Katze sein oder keine Kinder oder Bilder von den eigenen Kindern oder so, weil das immer Oxytocin triggert, kann die Abschlussquote reduzieren. Genau. Und genau, und dann haben wir halt das zum Beispiel entfernt, das Bild. Dann waren halt so bestimmte Formulierungen, alles schon relativ dominant ausgerichtet, aber dann war zum Beispiel irgendwie sowas wie, ne, Mensch, dann bringen wir dein Herzensbusiness voran. Mhm. Ne, und dann halt dieses Wort, ich gehe dann durch und scanne alles, manchmal dauert das nur eine halbe Stunde und ich habe da die entscheidenden Hebel gefunden, schmeiß dann alles raus, was zu diesem Motivbruch führt, ne, sowas wie Herzensbusiness raus und so weiter und die Sachen werden dann ausgetauscht, wir stellen dann einfach so eine PDF zusammen, dann setzen die es um, dauert es normalerweise 1-2 Wochen, dann haben sich da halt andere Leute gemeldet, das heißt, diese Harmonie-Leute weniger. Und andere dann mehr. Ne? So. Also spannend, dass sie dann direkt bessere Leads hatten und dadurch natürlich dann auch mehr Sales. Dauert mal wieder 1-2 Wochen. Das ist so ein typischer Case, den ich fast jeden Tag habe. Ich gehe mit jeden Tag mit Leuten da Sachen durch. Jetzt auch ein großes Coworking-Space in München, die auch gesagt haben, wir haben zu viele Leute, die es halt nicht leisten können. Die auch mal so ein bisschen ja gucken, immer so ein paar Informationen, mal so schauen, was bietet ihr so an. Das ist auch so ein Klassiker, ne? So ein paar Informationen holen und dass man die halt mehr abschreckt. Es geht nie zu 100%. Ne? Man hat immer auch Leute natürlich dann,
im Setting, im ersten Gespräch, die nicht passen, das ist klar. Ne? Aber wenn man zumindest die Quote etwas erhöht, dass mehr passende Leute sich dann melden. Und es können manchmal einzelne Formulierungen sein. Ich hatte das auch schon bei Dienstleistern, wo ich gedacht habe, spannendes Angebot und so. Dann war irgendwo eine Formulierung auf der Webseite oder auch ein Post. Und ich dachte so, nee, das ist dann irgendwie zu sehr ins Oxytocin oder so, ne? Oder zu, oder auch fachlich einfach falsch, ne? Und dann, ja, vielleicht dann raus. Ne? Na gut, ja, ich glaube, das war schon mal ganz hilfreich, um sich da so ein Bild zu machen. Hast du vielleicht ein Content-Piece von dir, ein Video oder eine Podcast-Folge, auf die wir verweisen können, wenn jemand sagt, ich möchte da jetzt so mehr über das Thema Verkaufspsychologie erfahren? Ja. Habe ich. Es gibt ganz viele. Hunderte wahrscheinlich. YouTube gucken, genau. Es kommt halt auf an, was die Person halt anbietet. So, ne? Wir haben halt bei uns ja überwiegend wirklich viele Agenturen, Marketing-Dienstleister, Coaches, so Business-Coaches. Also keine B2C-Sachen und auch keine B2C-Coaches oder so. Das ist bei uns komplett außen vor. Ne? Mhm. Aber halt im B2B so. Ne? Genau. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, verlinken wir das einfach mal unter dem Video, dass sich die Zuschauer dann einfach noch mehr informieren können. Okay. Ja, ansonsten, wenn jemand sich denkt, Mensch, der Matthias, unfassbar kompetent, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten, wie kann er das tun? Einfach auf unsere Webseite gehen, matthiasnigerhoff.de, da hat man auch einen Film, wo man mal so 2-3 Minuten anschauen kann, so ein bisschen Einblick bekommt, was wir da überhaupt machen und so weiter. Das Thema ist halt, das ist immer unsere Ausforderung, relativ komplex, weil man es halt in verschiedensten Bereichen einsetzen kann. Wir haben sowas zum Thema Recruiting-Psychologie, passende Mitarbeiter gewinnen, natürlich passende Leads gewinnen und so weiter. Also es ist in der Kundenkommunikation, ne? Also wir haben so ein komplettes Kundenkommunikationssystem bei uns mit drin. Also ist halt sehr, sehr vielseitig einsetzbar und dann kann man im Gespräch herausfinden, wo da der entscheidende Hebel wäre für das Business. Genau, und dann starten. Genau. Wunderbar, dann verlinken wir das. In diesem Sinne, Matthias, vielen Dank. Ja.